Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen zu dieser Wahlnachlese. Ganz besonders begrüße ich Cem Özdemir. Glückwunsch und Kompliment für das Wahlergebnis. Und auch für alles, was an menschlicher Anstrengung hinter so einem Wahlkampf steht. Stellvertretend für alle anderen, die vielleicht auch hier im Publikum sind, die Ähnliches geleistet haben. Ich bin Ellen Überscheer, seit Juli 2017 Vorstand, eine von zwei Vorständinnen dieser Stiftung. In einem waren sich alle einig, die am Wahlabend, kommt einem jetzt schon wieder ages ago vor die Mikrofone getreten sind: dieses Land hat sich verändert und es wird sich weiter verändern. Es soll sich auch verändern in Richtung mehr Klimaschutz, mehr Inklusion, mehr Demokratie und mehr Europa. Aber die guten Nachrichten des Abends waren von den schlechten kaum zu trennen. Die Kräfte, die weniger Klimaschutz, dafür mehr nationalen Egoismus und mehr Exklusion wollen, waren nicht die Verlierer des Abends. Das gilt es nüchtern, aber auch angstfrei festzuhalten. Es ist ja keineswegs so, dass rechte Parteien oder Politiker noch nie im Bundestag vertreten gewesen wären, mit Theodor Oberländer, dem Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, saß in den frühen 50er Jahren sogar ein früheres Mitglied der NSDAP in der Regierung. In den Landesparlamenten waren über die gesamte Geschichte der Bundesrepublik hinweg antidemokratische Parteien vertreten, produzierten Skandale, verschwanden und tauchten unter neuen Namen wieder auf. Bis jetzt war immer klar, dass es sich nicht um eine relevante gesellschaftliche Grundströmung handelt, sondern um regionale Phänomene, die jedenfalls nicht in den Bundestag gewählt wurden. Auch aus einem staatsbürgerlichen Verantwortungsgefühl heraus. Und genau hier beginnt die Veränderung nach der Bundestagswahl 2017. Das staatsbürgerliche Verantwortungsgefühl, das bisher die Wahl von Parteien in den Bundestag verhindert hat, die glasklar die Zerstörung der freiheitlichen Demokratie in ihrer liberalen Form zum Ziel hatten, scheint bei manchen Wählerinnen und Wählern nicht mehr zu existieren. Es ist keine Überraschung, dass demokratiefeindliches Gedankengut in einem Viertel bis zu einem Drittel der Bevölkerung in Deutschland vorhanden ist. Vielmehr ist das seit längerem belegt. Auch die Böll-Stiftung hat dazu viele einschlägige Dinge veröffentlicht. Dass der Missbrauch der Montagsdemo durch Pegida medial nicht mehr präsent war, hieß nicht, dass die Wutbürgerinnen verschwunden wären, die da unter anderem die Straßen Dresdens, der Stadt Viktor Klemperers, unerträglich verlärmt hatten. Die Meinungshoheit der sogenannten Abendlandverteidigerinnen verlagerte sich vom Theaterplatz in der sächsischen Metropole in die sozialen Medien, wo rechte Quellen, jedenfalls bei den Themen Flüchtlingspolitik, Sicherheit, Kriminalität, überproportional präsent waren. Der von den Medien noch bis in den Spätsommer propagierte angebliche Wahlschlaf war keiner. Es war ein Kampf, der sich digital austobte und der mit dem Wahltag auch nicht enden wird. Eine repolitisierte Gesellschaft wird in der kommenden Periode um die Ausgestaltung der deutschen Politik und ihrer demokratischen Verankerung ringen. Was heißt das für den Bundestag? Was heißt das aber für die Gesellschaft? Ohne Zweifel, die liberale Demokratie steht vor einer ihrer größten Bewährungsproben seit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung Deutschlands. Die Demokratie, das sind wir alle. Dieser Satz klang abgegriffen. Heute ist er nicht nur aktuell, sondern er ist akut. Denn Erfolg werden die absichtsvoll von der Provokation lebenden Gestalten ohne positives Gestaltungskonzept nur dann haben, wenn sich die Spaltung der Gesellschaft weiter vertieft. Aus dieser Perspektive ist der Auftrag für die politische Bildungsarbeit, und ich heiße Sie sehr herzlich in einem Haus der politischen Bildungsarbeit hier willkommen, klar: gegen die Spaltung der Gesellschaft arbeiten. Dieses Land braucht politische Bildungsarbeit und die dafür ausgestatteten Institutionen müssen liefern. Das ist uns klar. Die Möglichkeiten sind riesig, die Herausforderungen auch, nicht jammern, machen. Vier Dinge sind wichtig. Erstens,
Scharfer sachlicher Widerspruch gegen rassistisches, menschenverachtendes, entsolidarisierendes, gewaltverherrlichendes, antisemitisches und holocaustverleugnendes Denken, wo immer es auftritt. Zweitens, die Emotionalität der Debatte ernst nehmen. Wut ist ein Gefühl, keine politische Einstellung. Aus guten historischen Gründen sind Gefühle kein Gegenstand politischer Bildungsarbeit gewesen. Im Zeitalter der Sentimentalpolitik müssen aber verstärkt neue Konzepte ausgetestet werden, die aufklärerische Bildungsarbeit mit einem guten Gefühl für die Zukunft verbinden. Der dritte Punkt, Politik erklären, nicht nur im Osten der Republik, dort aber besonders intensiv. Interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Ihnen stehen viele Formen der Information, der Debatte zur Verfügung. Sie holen sich, was sie brauchen. Aber politische Bildungsarbeit muss darüber hinausgehen, nicht belehrend, nicht paternalistisch, sondern aufsuchend. Im digitalen Zeitalter ist das mehr eine Bewegung im Kopf als mit den Füßen vielleicht. Wer seine politischen Kenntnisse lediglich aus den Schulbüchern des im Curriculum der DDR-Schule verankerten Staatsbürgerkundeunterrichtes bezieht, verfügt nur über eine unzureichende Basis seiner politischen Urteilskraft. Dieses Problem ist zu lange verdrängt worden. Die Echokammern der Selbstbestätigung verschärfen das Problem. Daher, vierter Punkt, heterogene Perspektiven auf politische Probleme akzeptieren, zum Beispiel das der Einwanderung. Und nach Dialogmöglichkeiten in dieser Heterogenität suchen, anstatt Polarisierung zu fördern. Die Liberalität und die Vielfalt unserer Gesellschaft zu erhalten und zu verteidigen, das wird dann gelingen, wenn wir Heterogenität als Teil einer pluralen Gesellschaft akzeptieren und Dialogfähigkeit auch selbst praktizieren. Dieses Land wird sich verändern und es muss sich verändern. Bürgerinnen und Bürger müssen raus aus den Echokammern und hinein in die Resonanzräume, wie Hartmut Rosa das vielleicht formulieren würde. Das Verharren in Echokammern sich selbst bestätigender Communities online, offline, wo man immer schon recht hatte, wird nichts bewegen. Resonanzräume sind Erfahrungsräume der Selbstwirksamkeit und genau das ist es, was vielen Menschen fehlt. Ein Raum, in dem sich freiheitliches Denken mit Ideen für Handlungsfähigkeit gemeinsam mit anderen verknüpft. Die Heinrich-Böll-Stiftung mit ihren Partnerinnen und Partnern will solche Resonanzräume öffnen. Und ein solcher Resonanzraum, wir fangen damit gleich an, beziehungsweise wir machen weiter, ein solcher Resonanzraum ist diese Veranstaltung heute, die erste Wahlnachlese nach dem 24. September. Moderieren wird die Diskussion und wird dann auch die weiteren Podiumsteilnehmenden vorstellen. Unser Leiter der Inlandsabteilung, Peter Siller, der bevor er zur Stiftung kam, Koordinator des Exzellenzclusters Normative Ordnungen an der Goethe-Universität Frankfurt war und davor im Planungsstab des Auswärtigen Amtes zu Zeiten von Joschka Fischer tätig. Peter, ich bitte dich um die Moderation und gebe dir das Wort. Vielen Dank und viel Spaß bei der Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ellen, für die einführenden Worte. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben ja ein bisschen was zu besprechen, richtig? Und ich kann Ihnen sagen, ich bin genauso gespannt wie Sie, wo uns die Diskussion hintreibt. Das Ziel ist natürlich, ein möglichst interessantes Gespräch zu führen und so wie ich unsere Gäste hier oben kenne, wird es uns ganz hervorragend gelingen. Wir freuen uns natürlich sehr, dass Cem Özdemir sich die Zeit nehmen konnte, hier heute Abend bei uns zu sein. Das ist nicht ganz trivial in Zeiten, in denen man natürlich sehr viel zu tun hat. Auch von meiner Seite aus nochmal Glückwünsche. Cem Özdemir hat nicht nur die Grünen immerhin um einen halben Prozentpunkt jetzt verbessert, sondern er hat auch ein sehr, sehr gutes Erststimmergebnis in seinem Wahlkreis Stuttgart errungen, nämlich das Beste der Grünen überhaupt. Was nicht heißt, dass es in anderen auch gute Ergebnisse gab. Applaus
Dann freue ich mich sehr zu meiner Rechten, dass wir Cordula Eubel gewinnen konnten für unsere kleine Diskussionsrunde. Es ist, neben mir sitzt nicht Elisabeth Nier, wie Sie vielleicht sich gefragt haben. Elisabeth Nier lässt sich entschuldigen, überbringt die allerbesten Glückwünsche. Wir wiederum freuen uns aber sehr, dass wir Cordula Eubel jetzt hier in unserer Runde haben, denn Cordula Eubel ist nicht nur eine maßgebliche Journalistin hier in der Berliner Republik beim Tagesspiegel im Inlandsressort, sondern ist auch eine, zumindest für mich und ich denke für alle, die sich interessieren, sehr interessante Beobachterin grüner Politik. Also wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Und last but not least, Richard Hilmer, Gründer von Infratest und für mich, das darf ich vielleicht sagen, schon allein deshalb eine Fernseh-Ikone, weil ich noch damals in seiner Zeit da ihn natürlich bei diversen Wahlanalysen und Wahlabenden kennenlernen durfte, bevor ich ihm das erste Mal persönlich die Hand geschüttelt habe. Richard Hilmer lässt natürlich die Finger nicht von Politikanalyse und hat jetzt einen neuen Laden, sage ich mal so salopp, Policy Matters. Aber was alle Tätigkeiten verbindet, ist, dass er wirklich ein absolut interessanter und präziser Analyst politischer Vorgänge ist. Und genau das brauchen wir heute Abend. Herzlich willkommen. Ich würde mal, wenn ich darf, ganz gerne nochmal den Blick auf die Gesellschaft werfen und was sich da eigentlich abgespielt hat am 24. September, bevor wir dann in die Details gehen. Also man kann ja, denke ich, schon sagen, dass wir es mit tektonischen Verschiebungen in dieser Gesellschaft zu tun haben. Ich will sie nicht mit Zahlen belämmern, aber wie wir alle wissen, ein dramatischer Zuwachs der Rechtspopulisten jetzt im Parlament, und zwar nicht irgendwie im Parlament, sondern plus 7,9. Ein ebenso dramatischer Absturz der Union, ich will das mal sagen, minus 7,4. Und zur SPD ist auch schon viel gesagt worden, ein historisch schlechtes Ergebnis mit einem Kandidaten, von dem man eigentlich dachte, dass er durch die Decke gehen könnte. Zumindest Richard Hilmer haben uns das, diese Demoskopen mal kurz so erzählt. Bevor wir vielleicht nochmal empirisch vertiefen, was da eigentlich gerade los ist, würde ich tatsächlich Cem Özdemir, der jetzt wie alle Spitzenpolitiker wochenlang on the road war, auf der Straße, mal fragen, was eigentlich deine Interpretation dieser grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen ist. Ist es eigentlich vor Ort spürbar? Hat Steinmeier recht, wenn er sagt, da sind neue Mauern und Zäune gewachsen? Also erzähl uns doch mal ein bisschen von deinen Erfahrungen und Wahrnehmungen dieser Entwicklung. Ja, erstmal hallo allerseits. Ich freue mich, heute bei der Heinrich-Böll-Stiftung mal wieder zu sein. Was die Frage von Peter Seeler angeht, ich habe mir eigentlich erhofft, dass ihr mir die Antworten gebt. Deshalb bin ich hier. Aber etwas ernsthafter. Ich habe die nicht. Also ich habe die zumindest nicht vollständig. Ich habe nur ein paar vielleicht Gedanken. Zum einen mal, ich teile das, das war tatsächlich ein Erdrutsch. Es ist natürlich die SPD, die Grünen und die Linkspartei, sind alles sehr verschiedene Parteien, aber wenn wir mal für eine Sekunde so tun, es gab ja auch immer mal wieder die Idee, ob es nicht ein rot-rot-grünes Bündnis geben könnte, gibt ja auch welche. Und jetzt einfach mal die Zahlen vergleicht, ich habe mir die extra nochmal rausgeschrieben, 18. Wahlperiode, 320 Sitze, die drei Parteien zusammen, und jetzt 289 Sitze. Also das macht ja nochmal deutlich, wie krass quasi die Veränderung ist, was die Mehrheiten angeht, wenn man von einem in Anführungszeichen linken Lager sprechen möchte. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir vollziehen da was nach, was in anderen Ländern der EU längst Wirklichkeit ist.
Aber es ist halt doch nochmal was anderes in der Bundesrepublik Deutschland, im nationalen Parlament, in Landesparlamenten kennen wir das, auch in meinem Heimatland, in Baden-Württemberg. Wir hatten ja sogar schon mal die NPD im Landtag, das vergessen viele, Ende der 60er. Aber es ist nochmal ein Unterschied jetzt im Deutschen Bundestag. Das merkt man jetzt ja an den ganzen Auseinandersetzungen um die Frage, wie geht man um mit Vizepräsident, der empfängt ja dann auch ausländische Delegation, repräsentiert das Land im Ausland. Was heißt das für Ausschussvorsitze, wenn die dann im Namen Deutschlands irgendwo sprechen und uns vertreten? Stellen Sie sich doch nun mal vor, irgendwelche Länder, wo wir gewütet haben in der Vergangenheit. So, und jetzt kommt da jemand, der oder die die NS-Vergangenheit in Frage stellt, also den Nachkriegskonsens der Bundesrepublik Deutschland ganz grundsätzlich in Frage stellt. Und zwar nicht so ein bisschen, wir hatten immer mal wieder Abgeordnete, tun wir mal nicht so, als ob das ein ganz neues Phänomen wäre, die da nach rechts geblinkt haben und dann irgendwann mal hat man den Cut vollzogen. Dann mussten die gehen, wurden ausgeschlossen oder wurden gegangen. Jetzt haben wir eine ganze Fraktion. Und man sieht ja an dem Phänomen Petri, dass auch das, was wir immer glaubten, wenn die sich radikalisieren, gehen sie damit auch in den Untergrund, weil die Leute sich abwenden. Das funktioniert nicht mehr. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, weil die Frage ja auch war, was war der Eindruck vor Ort? Der Eindruck vor Ort trügt. Das ist ganz wichtig in der Wahrnehmung. Er trügt deshalb, weil mein Eindruck ist, und das ist keine gute Nachricht, ein bestimmter Kreis von Leuten kommt gar nicht mehr zu unseren Veranstaltungen, weil die davon ausgehen, also ich rede jetzt nicht von den Hardcore-Rechten, an die ich sowieso nie rankommen würde, vielleicht auch gar nicht rankommen möchte, sondern ich rede von denen, die sonst demokratisch gewählt haben, aber bei dieser Wahl nicht. So, und wenn die gar nicht mehr zu einem kommen, weil die das Gefühl haben, der wird mir sowieso nicht zuhören, oder da kann ich die Frage gar nicht stellen, weil die wahrscheinlich gleich anfangen zu buhen oder mich ausschließen oder irgendwie mir nicht zuhören oder mir irgendwie eine vorgestanzte Antwort geben, ist es nicht gut. Vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, aber ich habe immer noch den Ehrgeiz, dass eine Veranstaltung ja auch dazu dient, dass man nicht nur zu den eigenen Leuten predigt, sondern das ist ja der Sinn einer Veranstaltung, dass man auch versucht, Leute zu überzeugen, die vielleicht mit einem Fragezeichen gekommen sind oder gar mit der Absicht, einen nicht zu wählen. So, und wenn das mal in Frage gestellt ist, weil die Gesellschaft schon so weit gespalten ist, dass ein Teil sagt, da brauche ich gar nicht mehr hingehen, weil die werden mir sowieso nicht zuhören oder die sind gar nicht mehr meine Ansprechpartner, das ist ein Alarmzeichen für unsere Gesellschaft. Und das würde ich jetzt in die Auftragsliste quasi reinnehmen, ohne dass ich sagen kann, dass ich eine Antwort drauf habe, wie wir damit umgehen. Also ich würde immer unterscheiden, die AfD-Funktionäre, da ist, glaube ich, Hopfen und Malz verloren. Bei der Wählerschaft allerdings würde ich schon nochmal unterscheiden zwischen denjenigen, die da nicht zwingend sein müssen und denjenigen, die wir wahrscheinlich nicht auf Dauer gewinnen können. So, und das ist, glaube ich, eine Aufgabe. Jetzt könnte ich es mir einfach machen und sagen, die Grünen sind noch die Partei, die am schärfsten angegriffen wurde von der AfD. Also ist das doch eher eine Aufgabenbeschreibung für die Union und vielleicht auch für die SPD. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen unterkomplex, die Antwort. Ich glaube, das gilt schon auch für die FDP und für die Grünen mit und für die Linkspartei übrigens auch, im Osten insbesondere. Also da geht es ja um ein ähnliches Milieu. So, und das, glaube ich, muss man diskutieren. Dann ist ein Phänomen, das ich auch beobachtet habe, bis jetzt war es doch immer so, die Merkel, das war diejenige, die glänzt und ihren Koalitionspartner nach 4 Jahren ausspuckt und klein gemacht hat. Irgendwie halbiert oder irgendwie in die Nichtexistenz, zumindest parlamentarisch, getrieben hat. Jetzt haben wir zum ersten Mal eine Situation, dass das nicht mehr so gilt, sondern auch sie selber massiv davon betroffen ist. Sie wird sogar einen Schritt weiter gehen. So wie es viele Leute gab, die die Union wegen Merkel gewählt haben, gab es diesmal auch ganz viele Leute, die die Union wegen Merkel nicht gewählt haben. Also beides hat sie ausgestoßen. Ich würde mal behaupten, ein beachtlicher Teil, ich kenne jetzt noch keine Zahlen, hatte auch nicht genug Gelegenheit, das alles zu lesen, aber ich bin mir sicher, vielleicht gibt es auch schon Zahlen und Sie kennen die, ein beachtlicher Teil der AfD-Wählerschaft sind auch Anti-Merkel-Wähler, die ganz bewusst die AfD gewählt haben, um der Merkel und der Union und den anderen da eine mitzugeben. Das ist auch ein Phänomen, mit dem man sich, glaube ich, beschäftigen muss, mit dem sich vor allem die Union beschäftigen muss. Was heißt das für die? Das ist ja auch eine nicht ganz triviale Frage für uns, die wir jetzt Jamaika-Gespräche führen mit der Union. Welche Lehren ziehen die eigentlich aus diesem Wahlergebnis? Ist die Lesart des Wahlergebnisses, wir sind zu sehr in die Mitte gegangen
und müssen das jetzt wieder korrigieren? Oder ist die Lesart des Wahlergebnisses, dass sich die Strategie der CSU als falsch erwiesen hat, weil die Leute im Zweifelsfall das Original eher wählen, dann kommt man ja zu ganz anderen Rückschlüssen. Oder machen sie beides? Typisch für Politiker und für Politik wäre, dass man sich nicht entscheiden kann, also von beidem ein bisschen was macht. Auch das, glaube ich, ist eine spannende Debatte, die viel für uns alle mit bedeutet. Und dann natürlich Jamaika. Ich meine, wenn man vor einem Dreivierteljahr, auch vor einem halben Jahr mir gesagt hätte, es wird nach der Wahl einen Länderrat der Grünen geben, also das ist ja quasi das Wichtigste nach dem Bundesparteitag, ein kleiner Bundesparteitag, der beschließt mal die Aufnahme der Gespräche einstimmig, ohne Gegenstimme, bei wenigen Enthaltungen, hätte, glaube ich, nicht nur ich gesagt, du hast ja irgendwie einen Knick in der Optik. Und das zeigt aber auch, und da komme ich wieder zurück zu der Frage von Peter, was da passiert ist an dem Wahlsonntag, dass Leute, und jetzt sitzen ja bei den Grünen nicht nur Leute, die auf das Flügeltreffen gehen, auf das ich gelegentlich gehe, sondern auch welche, die auf andere Flügeltreffen gehen, habe ich zumindest gehört. Und die haben da ja mitgestimmt offensichtlich. Es gibt also auch zeigt viele, es, die auf gar keine Flügeltreffen gehen. Übrigens. Auch sehr sympathisch gibt es auch. Und jedenfalls, aber auch die haben ja mitgestimmt, Peter. Auch die haben ja mitgestimmt und haben ja den Beschluss ermöglicht. Und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen, was da passiert ist. Und vielleicht letzter Satz. 3. Oktober, die Rede vom Bundespräsidenten, da hat er ja, finde ich, ein paar spannende Debatten eröffnet, mit denen wir uns, glaube ich, jetzt auch werden beschäftigen müssen, die nächsten 4 Jahre, aber nicht nur im Bundestag, sondern auch in der Gesellschaft. Überlassen wir der AfD die Definition darüber, was ein Deutscher ist und was es nicht ist? Überlassen wir der AfD den Heimatbegriff oder streiten wir darüber? Was heißt es für die Frage beispielsweise, die ich auch sehr faszinierend finde, die AfD macht ja permanent die Loyalitätsdebatte auf. Also kann ein Muslim loyaler Bürger dieses Landes sein, möglicherweise sogar Verantwortung für dieses Land übernehmen? Geht das überhaupt oder ist es Contradiction in Terms? Man könnte umgekehrt ja auch die Frage stellen, wie ist es eigentlich um die Loyalität einer Partei bestellt, die wahrscheinlich mehr Vertrauen hat in Wladimir Putin wie in das deutsche Grundgesetz? Also auch diese Debatte finde ich eine ganz spannende Debatte, die man mal führen muss. Und dazu gehört sicherlich auch die Frage, auch für die Heinrich-Böll-Stiftung, wo ich mir viel Anstöße erhoffe von euch, weil wir die dringend brauchen. Ist das jetzt vor allem eine kulturelle Frage oder ist es vor allem eine soziale Frage oder ist es gar beides und dann in welcher Gewichtung? Weil je nachdem, zu welcher Analyse du kommst, hast du ja ganz andere Rückschlüsse für das, was du die nächsten 4 Jahre machst. Also es tut mir leid, wenn ich jetzt nicht so viele Antworten gegeben habe, sondern Fragen mit Fragen beantwortet habe, aber ich wollte einfach mal einen Einblick in meinen Seelenzustand geben. Vielen Dank, Cem. Ich würde mal sagen, gute Fragen ist das, was Politik sowieso am dringendsten braucht. Und ich würde jetzt trotzdem noch mal zu meiner Ursprungsfrage zurückgehen und da nehme ich mal deine Fragen gleich mit hier rüber. Also was ist da jetzt eigentlich Grund im gesellschaftlichen Fundament passiert, Richard Hilmer? Kannst du uns das nochmal erklären? Ist es alles nicht doch am Ende nicht so dramatisch, da müssen wir jetzt durch und dann wird sich das schon wieder regeln? Also wie grundlegend sind eigentlich diese tektonischen Verschiebungen. Und jetzt nehme ich die Fragen von Cem Özdemir gleich mal mit rüber, damit wir ein bisschen im Gespräch bleiben. Stichwort Echokammern. Also die Özdemir sagt ja, die immer Posaunt, also das ist, Politik ist immer mehr preaching to the converted und die Protestwähler kriegst du gar nicht mehr. Gell? Und diese Frage, inwieweit geht es hier eigentlich wirklich um soziale Verwerfung, um kulturelle Verwerfung? Oder, ich komme aus der Frankfurter Schule, sind am Ende auch kulturelle Differenzen, soziale Differenzen? Das wäre ja auch noch eine spannende Frage. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Das sind Fragen, die wir uns Meinungsforscher natürlich auch sehr intensiv stellen, denn die letzten 2 Jahre waren auch für uns Meinungsforscher eine unglaubliche Reise durch ein Deutschland, das wir uns so vorher gar nicht vorstellen konnten. Denn Deutschland zeichnete sich ja immer eigentlich durch Stabilität ab. Das schloss nicht aus, dass meine NPD in Baden-Württemberg in den 60er Jahren mal erfolgreich war. Aber das waren eben immer zeitweise vorübergehende Phänomene.
Ein Schill hat in Hamburg sogar 20% geholt mit einem sehr rechtspopulistischen Ansatz. Auch das war eine Übergangsphase, die nicht mal eine ganze Legislaturperiode überdauerte. Diesmal, glaube ich, geht es schon so ein bisschen tiefer. Wir haben Veränderungen erlebt, die bemerkenswert waren nach einer Phase in der ersten Hälfte der Legislaturperiode, wo es für unsere Meinungsforscher ziemlich langweilig war, weil jede Woche, in die wir ins Feld gingen, wir gehen relativ häufig ins Feld, kamen wir mit Zahlen raus, die sich kaum verändert haben gegenüber dem letzten Mal. Das änderte sich dann im Herbst 2015 grundlegend. Das war sozusagen die eigentliche Geburtsstunde dieser AfD, die wir jetzt eben erleben. Das hatte natürlich mit der Migrationspolitik zu tun. Seitdem gibt es erhebliche Bewegungen in der Parteienlandschaft, in der Wählerlandschaft auch, die in unterschiedliche Richtungen gingen. Wir müssen das zum Teil sehr, sehr genau anschauen. Wir hatten ja in diesem Frühjahr eine bemerkenswerte Bewegung, die wir in dieser Schärfe noch nie hatten. Die SPD, die alleine durch die Neunominierung eines Kandidaten sich in den Wählerumfragen fast in den Rohdaten sogar verdoppelte, in den Sonntagszahlen so von 20% auf 32% auf Augenhöhe auf einmal mit der SPD, mit der Union kam. Aus allen Richtungen kamen diese Leute und das Problem, das die SPD sich insbesondere natürlich stellen muss, das wir Meinungsforscher aber auch natürlich beantworten müssen, was ist da passiert, was haben die Leute erwartet? Damals wurde eines deutlich, diese Leute kamen eben von allen Seiten, auch von den Grünen, von der CDU, von den Nichtwählern, aber eben auch von der AfD. Es gab viele AfD-Wähler, die zum Teil eben vorher zur AfD gegangen sind, die wieder zurückgewandert sind. Wir hatten ja eine Phase im Frühjahr, dann so April, Mai, Juni, wo die AfD auf einmal wieder bei 7-8 Prozentpunkten landete, deutlich im Niedergang war. Das hatte mit ihren internen Querelen zu tun. Das hatte aber sicherlich mindestens genauso viel zu tun mit einer neuen, intensiveren Art der politischen Auseinandersetzung. Sozusagen mit diesem Schulz-Hype ist die politische Landschaft auch wieder ein bisschen interessanter geworden. Diskurse sind angelaufen. Die Parteien mussten sich auch viel stärker alle, auch die Union natürlich, positionieren. Und die Tatsache, dass hier wieder ein Brechen voller Saal ist, ist sozusagen ein Stück weit auch Beleg dafür, dass diese Republik politischer geworden ist. Wir hatten ja eine Phase, Merkel stand ja sozusagen für das Gegenmodell von Schröder, dem Basta-Kanzler, der eben sich durchsetzte, der mal harte Hand zeigte. Merkel war eher die Pragmatische, die abwartete, die mit unterschiedlichsten Konstellationen regieren konnte, die die CDU unglaublich verändert hat, die CSU schon ein bisschen zögerlicher in die Mitte geführt hat und die eben sehr bemerkenswert und erfolgreich auch die Krisen, die in diesem Zeitraum auf uns zukamen, in unterschiedlichen Konstellationen bewältigte. Und das war ja eine ganze Folge davon, wenn man das so zurückverfolgt. Das war erst eine Finanzkrise, dann eine Wirtschaftskrise, dann eine Eurokrise und dann der Brexit und andere Verwerfungen. Da sind wir heute in einer völlig anderen Konstellation. Die AfD ist mit Sicherheit ein Produkt dieser völlig neuen Konstellation. Ich würde immer noch unterscheiden zwischen den Wählern und der Partei. Auch bei der Partei ist es ja so, dass die Spaltungsbewegungen nicht aufgehört haben. Heute habe ich gehört, ist schon wieder einer oder der erste sozusagen nach Frauke Petri übergetreten. Also in den Landtagen passiert es ja am laufenden Band. Gleichwohl ist es sicherlich eine ernstzunehmende Auseinandersetzung, denn das Symptom geht ja ein bisschen tiefer. Es gibt, da hat der Bundespräsident völlig recht, es gibt schon eine Spaltung, die tief geht, die, da gebe ich dir, Peter, recht, völlig korrekt, kulturelle Phänomene und soziale Phänomene verbindet. Das ist ein Phänomen der Entwurzelung so ein Stück weit, die eben sozial nicht mehr in dem Maße zumindest aufgefangen wird, wie das früher der Fall war. Daraus ergeben sich Unsicherheiten und eben dann irgendwann einmal auch die Bereitschaft, dann eben von der eigentlich präferierten Partei dann wegzugehen, was anderes zu wählen. Ich denke, dass eben, das was Cem Özdemir mir gesagt hat, man muss auch auf die Leute zugehen, man muss sich diesen Fragen stellen, streiten mit ihnen, ganz oft mit den Wählern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir haben schon mit einer ganzen Reihe von Problemen zu tun und das ist sicherlich Aufgabe eben der neuen Regierung, wer immer sie dann stellt. Ich fände es spannend, gerade eine Jamaika-Koalition hat natürlich sozusagen dann die
unglaubliche Aufgabe, dann die unterschiedlichsten Erwartungen, die dann für die diese Parteien stehen, dann auch zu einem tragfähigen Kompromiss zu vereinen. Wenn das gelingt, dann ist das sicherlich erst einmal eine ganz hervorragende Voraussetzung, um eben diese Kluft auch mal zu überwinden. Vielen Dank, Richard Hilmer. Wir kommen schon noch zu Jamaika. Aber ich würde, das ist jetzt, glaube ich, wichtig, dass man hier mal so ein bisschen die Grundlagen klarkriegt. Ich würde Cordula Eubel jetzt auch noch mal zu dieser grundsätzlichen Tektonik fragen und würde da vielleicht noch mal eine Sache gerne besser verstehen. Also egal, ob man jetzt Sozialdemokrat ist oder nicht, war das doch, so wie Richard Hilmer das beschrieben hat, Anfang des Jahres mit Händen zu greifen, dass sich da irgendwie, ich sag's mal ganz vorsichtig, eine demokratische Alternative herausbildet. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Bernie Sanders etc., aber das muss man ja mal anerkennen, da tat sich was und das haben wir mit Interesse und auch mit einer gewissen Sympathie verfolgt. So, weil das natürlich, das muss man ja nicht sagen, das ist ja nicht unbedeutend für eine gesellschaftliche Dynamik, auch für die Grünen. Was ist da eigentlich passiert? Wieso ist das wie so ein Sahnebaiser implodiert? Das sind gleich zwei Fragen auf einmal. Also ich glaube, zum einen die These stimmt, dass es auch, Sie haben ja Frau Merkel beschrieben und sie ist ja auch immer eine Kanzlerin der Alternativlosigkeit gewesen, was, glaube ich, sozusagen auch einen Beitrag geleistet hat dazu, dass sich da eine Verdrossenheit mit dem, was immer als etablierte Parteien von AfD-Seite bezeichnet wird, herausgestellt, dieses Gefühl, es gibt da gar keine Alternative. Das hat sich natürlich mit Martin Schulz geändert, wobei das, glaube ich, weniger vielleicht an der Person lag, sondern einfach daran, dass jemand Neues da mal ins Spiel gekommen ist, der eine aber schon lange vorhandenes Bedürfnis vielleicht, dass es da mal eine Alternative geben könnte, bedient hat. Ich glaube, sein Fehler war, dass er nicht schnell genug konkret unterlegt hat. Also am Anfang hat er auch Erfolg gehabt, nochmal mit so einer leichten Kritik an der Agenda. Ich glaube, anfangs ist es ihm auch gelungen, die enttäuschten Wähler aus rot-grünen Regierungszeiten, die Linkspartei dann stark gemacht haben, zurückzugewinnen. Aber sozusagen, wer so eine lange Enttäuschungserfahrung hinter sich hat, will ja auch erstmal mühsam dann wieder zurückgewonnen werden. Das über eine längere Zeit durchzuhalten, wäre sicher schwierig gewesen. Was die AfD angeht, ich glaube eben, wir haben lange über die sozialen Aspekte geredet und geglaubt, wenn man nur eine anständige Rentenpolitik macht und guckt, dass irgendwie die Biografien, die unterschiedlichsten Biografien dann mit einem guten Ergebnis da rauskommen, wird sich das irgendwie alles schon lösen, wenn man das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit angeht. All das zeigt sich jetzt, ist eben nicht die eine Antwort. Ich glaube, die kulturelle Frage haben wir alle lange unterschätzt. Und ein Stück weit erleben wir jetzt vielleicht auch eine nachgeholte Debatte, die vielleicht lange unterdrückt wurde, mit der ganzen gesellschaftlichen Modernisierung, die seit den 68ern angestoßen wurden, die auch tatsächlich ja eine Dynamik in Deutschland bis heute entwickelt haben, wo sich dann einige doch nicht mehr aufgehoben fühlen. Nicht umsonst ist es gerade die Union, die an die AfD verloren hat, weil sie rechts da einen Platz gelassen hat. Ich weiß auch nicht, was die Antwort sein soll. Sie haben es ja schon beschrieben, Cem Özdemir. Es wird spannend sein, was die Union für sich für Lehren daraus zieht. Es gibt ja eine unglaubliche Ambivalenz, was Angela Merkel angeht. Die einen wählen die Union gerade wegen ihr, die anderen wegen ihr nicht mehr. Bei denen, die die Union gewählt haben, die sind zufrieden laut den Umfragewerten mit der Flüchtlingspolitik, gerade dem Thema, was so polarisiert hat. Die abgewandert sind zur AfD, waren eben genau damit nicht zufrieden. Also sozusagen jetzt die ganz einfache Lehre zu ziehen, wie sie die CSU zu ziehen scheint, wir müssen nach rechts außen die Flanke sichern, weiß ich nicht, ob das jetzt die Antwort ist, die an der Stelle funktioniert.
Aber wie gesagt, eine einfache Antwort, wie man mit den kulturellen Differenzen oder diesen Mauern umgehen soll in der Debatte, habe ich auch nicht. Vielen Dank. Jetzt gehen wir doch mal zu den Grünen. Also, ich glaube, man kann schon sagen, dass alle oder zumindest die allermeisten da natürlich sehr erleichtert waren. Aber das war ja schon ein Auf und Ab und auch ein Stück weit was für starke Nerven. Ist es auch ein Problem einer Politik, die die ganze Zeit auf Demoskopie schaut? So wie man so Aktienkurse auf dem Computer checkt. Ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die machen es jeden Tag. Oder ist da wirklich, was ist eigentlich die Erzählung dieses grünen Wahlkampfs, Richard Hilmer, aus analytischer Sicht? Also ich glaube, die Grünen haben jetzt nicht so sehr auf Demoskopie geschaut. Da gibt es ein paar Parteien, die da in der Tat ein bisschen anfälliger sind. Das hat sich auch bei der Wahl 2013 gezeigt. Da, glaube ich, wurde wirklich, da hätte man vielleicht mehr auf die Demoskopie sehen sollen, denn damals haben die Grünen ein bisschen sehr eine Politik gemacht, die eigentlich allzu sehr an Linkspartei der SPD gewählt hat. Dieses Mal war sie unterscheidbarer, ganz klar. Und gewissermaßen als Ausgleich für die damaligen Verluste, die sie am Schluss ja da nochmal ganz massiv 2013 eben eingefahren hat, hat sie diesmal profitiert von einer Schlussoffensive, die sicherlich zum Teil dem eigenen Wahlkampf zurückzuführen waren. Es gelang besser, bestimmte Themen dann unterzubringen, die auch auf der Hand lagen. Die ganze Verkehrsdebatte ist natürlich auch eine originär grüne Debatte. Da konnte man die Umweltpolitik dann schlicht und einfach auch wieder über diesen Umweg dann stärker mit einbringen. Aber es war natürlich auch eine Hinwendung sozusagen der Aufmerksamkeit weg von der Frage, wer wird Kanzler, denn das war entschieden. Das wussten die Leute hin. Zu dem, wer wird Dritter und in welchen Konstellationen wird diese Bundestagswahl entschieden, welche Mehrheitsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt, und am Schluss dann sogar nochmal die Frage, die tatsächlich dann, Cem Özdemir hat es ja schon angesprochen, sich mit den Fragen auseinandersetzt, was passiert eigentlich, wenn eine AfD so stark wird, dass sie sogar noch Oppositionsführer im Deutschen Bundestag wäre, dann hat sie nämlich nicht nur das Recht auf den Vizepräsidenten im Bundestag, sondern kann auch noch Haushaltsausschuss führen, kann immer als Erster sozusagen antworten auf die Regierung. Das wäre natürlich dann wirklich, ist ja noch nicht ganz vorbei, diese Möglichkeit, eine ziemliche Verschärfung. Also da ist sicherlich etliches passiert, so in diesen letzten Tagen. Was ein bisschen aufgefallen ist, eben, es war sozusagen die weitere Frage, warum hat die Union so viel verloren? Die hat nicht in Richtung SPD, Richtung Grüne verloren. Das war schon eher die SPD, die gesehen hat, viele SPD-Wähler, die sagten, also der SPD kann ich da jetzt auch nicht mehr helfen. Vielleicht so unter 20 wäre ein bisschen sehr schmerzhaft, aber ich kann zumindest versuchen, sozusagen ein linkes Element noch in der Regierung unterzubringen und möglicherweise dadurch auch verhindern, dass die AfD drittstärkste Partei wird. Ähnlich ging es der Union, wo viele eher unionsgeneigte Wähler dann die FDP gewählt haben, allerdings dort schon auch aus inhaltlichen Gründen. Migrationspolitik war ja ein wichtiger Punkt auch von Lindners FDP. Das war ein Angebot an viele Unionsleute. Das hat letztlich gefruchtet, hat natürlich die Mehrheitsverhältnisse jetzt nicht unbedingt sehr viel leichter gemacht, aber es hat auf jeden Fall den Grünen verholfen dazu, dass sie auf Augenhöhe in diese Koalitionsverhandlung geht, denn wenn das eingetreten wäre, was die Umfragen noch 2-3 Wochen vorher befürchten ließen, dann wäre es sicherlich deutlich komplizierter gewesen. Im Übrigen, da weiß man noch nicht so ganz genau, was das jetzt für Koalitionsverhandlungen bewirkt. Die CSU ist ja eigentlich so innerhalb der Union nochmal ein größerer Verlierer als die CDU. Für die ist es übrigens auch die AfD viel, viel schwieriger, weil die Union, die CDU, das hat man ja sozusagen an der Reaktion von Merkel gehört, die kann sozusagen leben damit, dass sie eben trotz dieser nur 33% immer noch stärkste Partei ist und das ohne sie nicht regieren kann. Das sagen Sie mal einem CSU-Menschen, der gewohnt ist, absolute Mehrheiten zu verteidigen, das ist natürlich überhaupt keine Perspektive. Der muss eben gucken, wie er die AfD wieder in irgendeiner Form kleinkriegt, denn sonst ist die absolute Mehrheit im Futsch. Und das wird wahrscheinlich auch eine gewisse Rolle spielen, noch eine ganze Weile.
Cordula Eubel, was wäre Ihre Erzählung dieses Wahlkampfs mit Blick auf die Grünen? Ich meine, an Themen mangelt es ja bei Gott nicht. Vergiftete Eier, Dieselskandal, Hurricanes. Ich meine, eigentlich hatte man doch das Gefühl, es lässt die relevanten Themen liegen gerade in den letzten Monaten offen in jeder Nachrichtensendung auf jeder Website zutage. Ja, ich glaube, bei den Grünen hat man ja, wenn vielleicht auch nicht ganz so dramatisch, eine Entwicklung wieder bei der SPD verfolgen können. Aber wenn ich mich an den Jahreswechsel erinnere, damals erschienen erste Essays im Spiegel mit, die erscheinen anderswo auch alle Jahre mal wieder, aber mit der Grundsatzfrage, wofür brauchen wir diese Grünen überhaupt noch, sind nicht mehr rebellisch genug, die Gesellschaft ist längst grün geworden, alle anderen sind auch grün geworden, wofür stehen die eigentlich noch? Und ich meine, das war ja auch eins der Alarmsignale, was Sie nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen bescheinigt bekommen haben, wofür stehen die Grünen noch? Ich glaube sozusagen, dass ein Stück weit eine Trendwende gelungen ist mit dem Wahlparteitag im Sommer, bei dem die Grünen möglicherweise auch durch diese Ergebnisse oder diese Rückmeldung, wir wissen gar nicht mehr, wofür ihr steht, außer vielleicht noch für Umwelt, aber selbst das wissen wir nicht mehr so genau, was da außer dem Atomausstieg noch zu bewerkstelligen ist, der ja schon erledigt ist sozusagen. Dass der nochmal zu einer Fokussierung geführt hat, der sich dann in diesem 10-Punkte-Regierungsplan niedergeschlagen hat, aber auch nochmal die Geschlossenheit der Partei gestärkt hat. So, ich glaube, dass tatsächlich mit diesem Parteitag so eine Trendwende eingeleitet wurde, zumindest was die Mobilisierung der eigenen Leute anging. Da gingen alle irgendwie, jeder, der bei diesem Parteitag dabei war, ging und dachte irgendwie, okay, wir haben hier irgendwie ein Spitzenpersonal, was sich wirklich mit Vehemenz in diesen Wahlkampf stürzt. Alle sind irgendwie motiviert und haken sich da unter. So, das hat trotzdem relativ lange nicht funktioniert, sich irgendwie in Umfragewerten niederzuschlagen. Obwohl wir nach den Gerechtigkeitsdebatten, die wir zum Jahresanfang geführt haben mit Martin Schulz, schon auch Ökothemen in den Mittelpunkt rückten. Im Sommer noch die Fipronil-Eier, die ganze Diskussion um den Diesel, irgendwie verfing alles nicht so richtig. Ich weiß aber nicht, ob wir es vielleicht auch ein bisschen unterschätzt haben und nicht doch so etwas wie der Klimawandel zum Beispiel emotional stärker spürbar wurde in der Schlussphase des Wahlkampfs. Irgendwie das, was man vorher immer abstrakt an CO2-Debatten, Klimazielen diskutiert hat, wurde plötzlich irgendwie die Wetterkapriolen, sei es irgendwie im Sommerurlaub in Deutschland oder die mit den furchtbaren Hurricanes, aber oder auch die Bilder von diesen abbrechenden Gletschern, es ist irgendwie vielleicht fühlbar geworden. So, dass mein Eindruck ist sozusagen, dass es da vielleicht noch ein Thema gibt, für das eine Partei steht, könnte eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, in dieser Schlussphase des Wahlkampfs, das haben Sie ja schon angesprochen, diese Fokussierung auf die Frage, wer wird dritte Kraft, und das zur Richtungsentscheidung zu erklären, nach dem Motto, wer da Nummer eins ist im Prinzip schon geklärt, aber es kommt jetzt darauf an, wer anstelle drei die Richtung der Politik bestimmt, dass das massiv geholfen hat. Wir haben ja noch nie einen Bundestagswahlkampf erlebt, wo Spitzenkandidaten eigentlich so offen geworben haben für lieber Schwarz-Grün, liebe Leute, als Schwarz-Gelb. Das wäre die Alternative, ohne jemals auszuschließen. Sie haben ja ab und zu vielleicht doch die Umfragewerte auch mal angeschaut, ohne auszuschließen, dass man dann am Ende doch irgendwie gemeinsam in Jamaika landen muss. Ich glaube, das hat geholfen. Sie sprachen die ganzen SPD-Wähler an, die sich zum Schluss dann möglicherweise entschieden haben, weil sie dachten, da haben wir eine Regierungsperspektive und da können wir sozusagen unsere Stimme oder unser Anliegen noch einbringen. Ich glaube, das hat geholfen. Auch gerade nach 12 Jahren in der Opposition übrigens, wo auch Grünen-Wähler, glaube ich, die Erwartung haben, dass die Grünen jetzt mal wieder gestalten sollen. Vielleicht eine ganz kleine Frage an Richard Thieme, Interesse halber, ohne dass wir das jetzt vertiefen sollten. Ich meine, dass es da einen Ruck gab durch die Partei, programmatisch, 10-Punkte-Partei, auch eine extreme Personalisierung dann, war ja unübersehbar. Welche Rolle spielt eigentlich so ein Parteitag jetzt für so einen Wahlkampf, eine Gesellschaft? Ich gucke mir das auf Phoenix an. Oder bin auch in der Halle und frage mich, das ist alles ganz toll, aber was ist der,
Ellen Überscher sprach von Resonanzräumen. Wie ist das eigentlich mit so einem Parteitag? Nur mal ganz kurz. Also man kann zumindest deutlich machen, man geht geschlossen in den Wahlkampf. Man kann nochmal die Hauptgesichtspunkte, für die man steht und in die man in welche Koalitionsverhandlungen oder Regierungsverhandlungen auch immer einbringen will. Man kriegt halt auf jeden Fall ein bisschen Aufmerksamkeit und eben durch die Frage, dass eben die Frage der Nummer 1 geklärt war, konnte man da auch auf ein entsprechendes Echo hoffen. Das Ganze ist ein bisschen, vielleicht wäre es sogar noch besser gewesen, ja, wenn das gut. Nicht so unglücklich mit dem Tod Kohls dem zusammen. Tod des Altkanzlers, ja. In der aber Tat. Aber es war mit Sicherheit also hilfreich. Allerdings Geschlossenheit ist eben eine Geschichte. Man muss natürlich gucken, dass das Profil auch stimmt. Und da müssen die Grünen sicherlich noch ein bisschen dran arbeiten, denn sie waren schon mal in vielerlei Hinsicht besser profiliert, auch breiter profiliert, gerade eben in Familienpolitik, in Bildungsfragen, das sind Punkte. Da waren sie schon mal zeitweise besser aufgestellt. Das ist sicherlich nicht das Schlechteste. Da nochmal jetzt in der Regierung, da hat man natürlich die Möglichkeit, sich nochmal stärker zu profilieren. Cem, du hast ja wie andere auch im Saal, aber noch natürlich ganz vorneweg jetzt Wahlkampf gemacht. Vielleicht auch noch mal ganz kurz Inside Spitzenkandidatur. Was ist deine Geschichte? Und dann würde ich aber jetzt gleich die Frage anschließen: Wie geht's denn jetzt weiter? Und warum vor allem? Also bei Cordula Eubel merkt man, dass sie uns gut kennt. Das merkt man an den Dingen, die sie gesagt hat. Erstmal ganz wichtig, glaube ich, war, dass wir uns, obwohl ich keinem Politiker glaube, der sagt, dass er keine Umfragen liest, mich eingeschlossen. Also auch wenn ich sage, natürlich gucke ich auf die Umfragen. Das geht ja gar nicht anders. Das ist ja wie so ein Halbjahreszeugnis. Du weißt, das eigentliche Zeugnis kommt am Schuljahresende, aber du guckst natürlich auch beim Halbjahreszeugnis schon mal so drauf, um so einen Eindruck zu bekommen, was der Lehrer mit dir vorhat und ob es sich überhaupt nur lohnt oder nicht. Insofern, bei mir hat es sich meistens nicht gelohnt in der Schule. Aber jedenfalls, so, insofern, das stimmt natürlich nicht. Aber trotzdem ist es, glaube ich, haben wir eine Sache sehr richtig gemacht, nämlich, dass wir nicht auf die gesetzt haben, die uns, ich habe dieses Schulz-Porträt auch gelesen, jetzt im Spiegel, und ich gehöre nicht zu denjenigen, die das irgendwie gelesen haben, so mit Häme, weil ich habe mir da ein paar Mal bei der Lektüre gedacht, da hätte auch dein Name stehen können, wenn es anders ausgegangen wäre. Hey, es ist doch so in dem Geschäft. Wenn du die Wahl verlierst, hast du einfach alles falsch gemacht. Und wenn du sie gewinnst, hast du alles richtig gemacht. Normalerweise stimmt natürlich weder das eine noch das andere. Ich habe nicht alles richtig gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass Herr Schulz alles falsch gemacht hat. Also das halte ich für Quatsch. Aber so funktioniert halt oft das Geschäft, vor allem auch bei der schreibenden Zunft, wenn ich mir die Anmerkung mal gestatten darf. Anwesende ausgeschlossen natürlich. Also es war erstmal richtig, glaube ich, dass die Grünen gesagt haben, wir halten an dem fest, was unsere Unterscheidbarkeit ausmacht. Das ist, wir sind die Partei mit dem Jahrhundertthema der Ökologie. Und egal, wenn man uns gesagt hat, und das hat man uns gesagt, auch da wieder Anwesende ausgeschlossen, sie langweilen die Republik mit Klimaschutz, das will doch keiner hören, das interessiert doch kein Schwein. Vergesst man mal nicht, diese ganzen Hurricanes, die sind alle später gekommen. Ja, also als wir das gesagt haben, das ist unser Schwerpunktthema, haben uns alle erklärt, ihr habt doch einen an der Klatsche. Und Ähnliches gilt übrigens auch für das Thema Europa. Das war gut, dass wir daran festgehalten haben, weil, und da hat, glaube ich, die SPD wirklich einen Fehler gemacht, sie eigentlich mit dem Schulz ja den Europäer Nummer 1 eigentlich in ihren Reihen hatte, aber aus Gründen, die man da nachlesen kann, gedacht hat, das schadet ihnen, wenn sie zu viel über Europa reden, weil dann sagen die Leute, ja, das kostet Geld und die SPD, das sind die, die irgendwie den anderen viel Geld geben wollen. Das funktioniert nicht, wenn du versuchst, aus jemandem was anders zu machen, wie das, was die Person eigentlich ist. Das ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Lehren. Also das war, glaube ich, das haben wir richtig gemacht, dass wir an den Alleinstellungsmerkmalen festgehalten haben. Und jetzt komme ich zu den Schwächen. An einer Stelle des Wahlkampfs haben wir in einem ganz kleinen Kreis uns auch mal überlegt, wo sind eigentlich die Angriffslinien gegen uns? Und leider gab es da viele. Das eine war einfach NRW, das größte Bundesland Deutschlands. Krachend die Wahl verloren.
Und sie verloren an den Punkten, die Sie gerade angesprochen haben. Warum haben die Grünen da nicht mehr dazu gemacht? Wir haben sie aber mit der Bildung auch verloren. Wir haben sie übrigens auch leider verloren mit dem Thema ökologische Modernisierung an der Stelle. Also aus Gründen, die ich jetzt nicht vertiefen kann. Aber wir haben sie da hart verloren. Und jetzt müssen wir sich mal vorstellen, Sie gehen in die Bundestagswahl kurz danach und Sie haben im größten Bundesland eine krachende Niederlage. Sie müssen die eigenen Leute motivieren, wieder Wahlkampf zu machen. Das ist uns zum Teil gelungen, wenn man ehrlich jetzt zurückblickt. Ganz super ist es uns nicht gelungen. Das zeigen ja die Zahlen, wo wir dazugewonnen haben und wo wir weniger dazugewonnen haben, also oder uns gerade mal gehalten haben. Das zeigt, wie hart das war. Also NRW war eine massive Baustelle. Das zweite Problem war, Sicherheit ist keine Kernkompetenz der Grünen. Es ist nun mal so, das kann man falsch finden. Für uns selber ist das ja immer sehr ärgerlich, weil wir natürlich immer wissen, die haben die Polizeistellen abgeschafft im Bund ohne Ende. Aber uns traut man es nicht zu, dass wir sie einführen würden. Obwohl die Bilanz der grünen Landesregierungen blitzsauber ist, fast überall. Wir stehen in den meisten Ländern besser da wie die Schwarzen, was Polizeistellen angeht. Aber da wir noch nie einen Innenminister irgendwo gestellt haben, ist das nicht was, wo man auf die Grünen kommt, wenn man an Sicherheit denkt. Und dann haben wir natürlich auch ein paar Fehler gemacht, die ich jetzt auch nicht vertiefen möchte, die da Fragezeichen ausgelöst haben. So, und das ist ein Einfallstor gewesen. Also war klar, du kannst jetzt nicht einen grünen Sicherheitswahlkampf machen, aber du musst es selber proaktiv ansprechen und du musst es an ein paar Stellen sogar vielleicht überspitzt oder zugespitzt formulieren und hart an die Grenze dessen gehen, was das Programm hergibt. Aber dass da klar ist, okay, also dem traue ich es zu, wenn die irgendwas zu sagen haben, dann ist Deutschland da nicht irgendwie in unsicheren Händen. Also wenn es um die Ansagen geht in Richtung Salafisten, Extremisten, Radikale, von wo auch immer, okay, also die haben das irgendwie auch kapiert, da gibt es ein Problem und darüber muss man reden. So, das war für uns eine ganz wichtige Analyse, weil das jetzt nicht das war, was die Leute mit den Grünen analysieren. Flüchtlinge, ganz schwieriges Thema. Klar, wir sind die Partei der Menschenrechte, wir sind die Partei, die sagt, man muss die Leute retten, man muss ihnen helfen. Zugleich haben wir aber auch bis in unser Wählermilieu, die Zahlen zeigen das, auch Fragezeichen. Schaffen wir das? Kriegt man das gut hin? Wie sieht es aus mit der Zukunft? Vor allem, als die Kinder in die Schulen angekommen sind. Da sind dieselben Leute, die an den Bahnhöfen gestanden sind, haben auf einmal einen anderen Gesichtsausdruck, wenn, ach, die sind ja jetzt mit meinen Kindern in der Schule, ach, so ist das. Was heißt denn das dann für meine Kinder? Kommen die dann entsprechend voran oder wird dann das Tempo verlangsamt? Das sind die Fragen, die die Leute ehrlicherweise haben, über die wir, weil wir oft nicht ehrlich diskutieren, nicht wirklich reden. Also musst du das ansprechen. Du musst einfach den weißen Elefanten im Raum ansprechen, sonst verselbstständigt er sich und trampelt dich kaputt. So, und das musst du auf eine Art und Weise machen, dass du nicht dass es bei den Falschen einzahlt, aber du musst es machen. Und dann das Thema Integration, das gehört da, ist da verwandt damit, dass man bei den Grünen immer das Gefühl hat, naja, das sind die, die sagen, das klappt schon alles super. Sondern das Thematisieren, das ist anstrengend, das ist auch manchmal mit Niederlagen, das ist auch manchmal mit Ärger, mit Wut verbunden und das ist vor allem was, wo es auch ein paar Ansagen braucht, was nicht geht. Also Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und das zu antizipieren, dass bis in unser Milieu hinein, das ja ein libertäres ist, aber dass halt auch zugleich die Leute sind, die sagen, wird da jetzt etwas, was wir uns mühsam erkämpft haben über viele Jahrzehnte, neu in Frage gestellt durch andere Rechte. Also nicht mehr unsere katholische Kirche, sondern jetzt vielleicht muslimische Funktionäre. Das, glaube ich, war nochmal so eine Geschichte, wo wir ein Angriffstor schließen mussten. Beim Verkehr haben Sie angesprochen als ein Gewinnerthema. Aber auch da war es natürlich so, damit es ein Gewinnerthema wird, musste man so diskutieren, dass die Leute mitkriegen, die wollen jetzt nicht das Auto abschaffen, sondern die wollen das Auto retten und sind vielleicht sogar die Einzigen, die es retten können, weil sie sagen, das wird nur ein anderes Auto sein können, sonst gibt es einfach keins mehr. Das muss ein emissionsfreies sein. Also gucken, dass du da nicht die versammelten Gewerkschaften gegen dich hast. Und das war, glaube ich, die Anstrengung. Ich komme zum Schluss. Ich glaube auch, das Kanzlerduell war wichtig für uns, weil ab dem Zeitpunkt war die Luft draußen bei der Frage, wer wird eins, wer wird zwei. Und wir konnten uns endlich um die Frage kümmern, wer wird drei. Jetzt wusste ich natürlich,
wahrscheinlich wird die AfD vor uns liegen. Aber ich habe gespürt bei den Veranstaltungen, gegen allem dem, was mir in Berlin erzählt wurde, von den Journalisten genauso wie vom einen oder anderen Funktionär, das ist gelaufen. Also du hast, kriegst ja irgendwann, entwickelst du ja ein Gespür dafür bei deinen Veranstaltungen, wer sitzt da drin. Du merkst es ja, sind es jetzt die, die immer kommen, oder sind da nicht auch ein paar Leute dabei bei den Erstwählern und bei Leuten, die jetzt nicht schon immer da waren. Und das ist, glaube ich, die Krux in so einem Wahlkampf, dass du dich da frei machst von der Käseglocke Berlin, wo dir irgendwie die Welt und Deutschland erklärt wird und ein bisschen auf deine eigene Nase vertraust, was da vor Ort passiert. Und ich wusste haargenau, es muss mir jetzt niemand glauben, aber ich wusste haargenau, in den letzten 2 Wochen, da dreht sich gerade was. Und ich spürte es, an jedem Abend spürte ich es mehr wie am Abend davor. Da ist gerade was, was völlig vorbeigeht an dem, was mir die Empirie da erzählt, dass wir bei 6% oder irgendwas liegen würden. Und ich hatte eher das Gefühl, das kann noch mehr nach oben gehen. Und das war, glaube ich, wichtig, dass wir da am Schluss stärker personalisiert haben, wie wir das davor gemacht haben, dass wir stärker thematisch zugespitzt haben, in dem Sinne, wie es die beiden Spitzenkandidaten es auch wollten und so einfach versucht haben, das Ding in unsere Richtung zu drehen. Und ja, hört erst mal auf. Vielen Dank. Ich hatte ja so ein bisschen versucht zu fragen jetzt, wie es geht weiter. Aber warte mal, Cem. Und ich will auch gleich das Mikrofon runtergeben, dass wir die Diskussion dann noch zusammenführen können. Jetzt hörst du noch mal kurz zu, Cem, und jetzt frage ich mal Richard Hilmer und Cordula Eubel, was sie denn glauben, wie es weitergeht. Und was auf was in der, sagen wir mal, Frage von Chancen und Risiken zu bedenken sein könnte. Also ich glaube, die Chancen, dass sich die Partner, die jetzt sicherlich sich zunächst mal zusammensetzen werden und Verhandlungen führen, zu einem erfolgreichen, zumindest Zwischenergebnis kommen werden, durchaus vorhanden sind. Denn allen Beteiligten, glaube ich, ist klar, dass es hier um wirklich grundlegende Entscheidungen geht, dass es wirklich darum geht, mit dieser Regierung auch diese Kluft, die gesellschaftliche Kluft, die kulturelle Kluft auch zu überwinden. Und da gehören Kompromisse dazu. Und wenn wäre nicht eben die Jamaika-Koalition ist sozusagen prädestiniert für Kompromisse schmieden, die tragfähig sind, die eben sozusagen über die jeweilige Partei hinausgehen, wo jeder versuchen muss, natürlich seine Kernpunkte erkennbar zu machen. Da gibt es Unterschiede, unterschiedliche Prioritäten, was die eigenen Wählerschaften anbetrifft. Aber es gibt da eben auch durchaus, glaube ich, Möglichkeiten und Korridore, sich auch in den schwierigen Punkten zu einigen. Es gibt so einen Mitspieler, der da sicherlich ein bisschen schwieriger ist, weil jetzt sozusagen schon die nächste Wahl und die ist, spielt unter ganz anderen Gesichtspunkten. Diese Koalition ist keine Dreierkoalition, es ist eine Viererkoalition. Die CSU ist ein ganz eigener Part, das wird mit Sicherheit bei den Verhandlungen, wird es ja jetzt schon so deutlich wie nie zuvor. Das ist sicherlich eine der Schwierigkeiten, die die Union erst einmal innerhalb lösen muss. Ist ja auch ein bisschen eigenartig, dass man sich sozusagen erst einmal innerparteilich positionieren muss, bevor dann überhaupt irgendwelche Sondierungsgespräche dann laufen. Aber ich denke, auch den Beteiligten ist klar, worum es hier geht. Also insofern bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich. Die Aufgaben liegen auf der Hand. Europa wartet auf eine starke Regierung. Das ist auch etwas, was Sie da wunderbar mit einbringen können. Die Leute sind positiver gestimmt, was Europa anbetrifft. Auch das ist, glaube ich, eine gute Grundlage, um auch in europapolitischer Hinsicht, da sind die FDPler sicherlich eher gefordert, Kompromisse zu finden. Das wird auch der FDP nicht entgangen sein, dass die Stimmung gegenüber Europa eine ganz andere ist als noch im letzten Jahr. Sie ist deutlich positiver. Ja, ich glaube auch, die spannendste Frage wird sein, wie sich die CSU sortiert. Sehe ich im Moment auch als den größten Risikofaktor, der dazu führt, dass ich nicht ein richtiges Bauchgefühl habe, wie es ausgeht. Ich sehe aber auch durchaus noch Grünen intern, die eine oder andere Debatte auf sie zukommen. Auch wenn Sie zu Recht angesprochen haben, der Länderrat am letzten Wochenende hat ohne Gegenstimmen beschlossen, dass sondiert wird. Und es
gab jetzt keine große Abrechnung oder keinen großen Aufstand mit ihr verratet unsere Prinzipien da völlig, aber mein Eindruck ist schon, dass es noch viele Sorgen gerade im linken Flügel gibt, dass man da untergeht, dass diese Existenzfrage, sind wir die Nächsten, die nach der FDP dann aus dem Bundestag fliegen könnten, gerade aus so einer Situation heraus, dass sie auf den letzten Metern so zugelegt haben. Das sind jetzt auch nicht Wähler, auf die man sich ganz fest offensichtlich immer verlassen kann, die 40%, die sich erst ganz zum Schluss für die Grünen entschieden haben. Wobei für Jamaika sprechend würde man wieder sagen, sie haben sich mit dieser Regierungsperspektive auch dafür entschieden. Aber das in der eigenen Partei dann auf einem Bundesparteitag durchzukriegen, die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, ist zumindest kein Selbstläufer, glaube ich. Sie haben ja auch schon gemerkt, allein die Tatsache, dass Sie neulich oder Katrin Göring-Eckardt jetzt auf dem Länderrat dieses Thema, wie geht man mit AfD und mit Deutschland um, anspricht und Stichworte, wir lassen uns unsere Heimat nicht von denen kaputt machen oder wegnehmen, führt ja parteiintern schon zu den muntersten Debatten, ob man jetzt irgendwie mit solchen Begriffen eben nicht doch die Rechtspopulisten stärkt oder ihnen so das Wasser abgräbt. Also ich bin gespannt, wie die Geschlossenheit, die Sie im Wahlkampf gezeigt haben, sich da fortsetzen wird, ob die Partei bereit ist, diesen Weg mitzugehen. So wie sie bisher aufgestellt sind vor den Sondierungen, wäre ich da schon auch eher vorsichtig optimistisch, aber Reinhard Bütikofer hat es neulich mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Es geht immer um die, schwierig werden die identitären Themen, sozusagen bei denen es irgendwie um das, um die Selbstvergewisserung, um die Identität der Partei geht, ideologisch aufgeladene Themen wie die Flüchtlingspolitik. Aber selbst beim Klimaschutz, ich meine, Sie werden im Sondierungsteam mit Armin Laschet zusammensitzen, dem Ministerpräsidenten aus NRW, und der liefert ja jetzt schon einen Vorgeschmack, wie hart auch schon allein der Ausstieg aus der Kohle irgendwie sein würde, wo man immer gedacht hat, ja, irgendwie beim Klimaschutz müssen sie ja vorankommen, da wissen die, dass sie den Grünen was geben müssen. En Detail, wenn es ums ganz Praktische geht, haben sie da, glaube ich, auch noch einiges vor sich. Cem, jetzt sag du auch noch mal. Ich meine, wir sind ja da unter uns ganz, erstens unter uns und zweitens ganz am Anfang von vielen offenen Fragen. Ich habe keinen getroffen, der sich da nicht aus Sorgen macht. Keinen. Also das ist ja keine Traumhochzeit in dem Szenario. Ganz im Gegenteil. Man kann natürlich auch so lange wählen, bis man die Ergebnisse hat, die man gern hätte. Jetzt läuft gerade diese Serie Berlin-Babylon an von Tom Tykwer. Das kann man sich ja historisch anschauen, wie sowas aussieht. Also was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Ich glaube, es war gut, dass Sie angefangen haben, über Jamaika zu reden, weil ich da natürlich jetzt in einer anderen Situation bin. Wir haben jetzt die Sondierungsgruppe eingesetzt, wir haben den Auftrag durch den Länderrat. Wir waren die Ersten, die übrigens eine Sondierungsgruppe eingesetzt haben. Das ist ja normalerweise eher umgekehrt, die Grünen sind normalerweise immer die, so war es zumindest früher, die am längsten brauchen und die kompliziertesten Debatten haben. Wir haben das relativ geräuschlos gemacht, die Partei in ihre Breite da auch mitgenommen. Das ist auch sinnvoll, denn es ist ein langer Weg für uns. Und insofern ist klar, sowas geht nur, wenn man die Geschlossenheit, die im Wahlkampf zum Erfolg beigetragen hat, wenn man die nach der Wahl fortsetzt. Das ist übrigens auch keine Entscheidung, die man auf dem Bundestag mit 51% gegen 49% treffen kann. Denn dann ist quasi das Scheitern, der Keim des Scheiterns schon angelegt für das, was danach kommt. Sondern es will schon möglichst gut getragen werden im Vorfeld, wie nachher eben auch auf dem Parteitag die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Und später muss am Schluss, müssen die Mitglieder nochmal drüber abstimmen. Also das Gesamtergebnis, wenn es zu Koalitionsgesprächen kommt, das wird der Bundesparteitag entscheiden, die Aufnahme von Koalitionsgesprächen, wenn die Sondierungsgruppe das dem Parteitag empfiehlt, dann kommt am Ende nochmal ein Mitgliederentscheid. Also es sind quasi zwei Hürden, Parteitag und die Mitglieder sind da eingebaut. Was die Sondierungsgespräche angeht, auch das ist eine etwas ungewöhnliche Situation. Die Union, Sie haben es ja gerade schon gesagt, braucht noch ein bisschen Zeit, muss sich abstimmen intern. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, man muss die niedersächsische Landtagswahl abwarten. Ich finde das ehrlich gesagt angesichts
der Aufgaben, die vor uns stehen, das mal zurückhaltend zu formulieren, schwierig. Dass die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt angesichts der Entscheidungen, die in der Europapolitik anstehen, aber auch in anderen Feldern ansteht, jetzt erstmal quasi nicht stattfindet. Kann ja niemand richtig antworten, gerade auf den französischen Präsidenten Macron. Der hat ja extra gewartet auf die Zeit nach der Bundestagswahl, weil er dachte, dann kann Deutschland wieder handeln. Jetzt kann es erstmal ein paar Monate lang nicht in diesen Fragen wirklich sprechen und handeln. Also es ist ein suboptimaler Prozess, der jetzt nicht ursächlich mit den Grünen zusammenhängt. Ich kann es aber auch nicht ändern, sondern wir können nur unsere Hausaufgaben machen. Das machen wir gerade. Wir bereiten uns vor in den Arbeitsgruppen thematisch. Und es ist, wie alle hier oben gesagt haben, ist es so, beim einen Thema haben wir mit den einen mehr Schwierigkeiten, beim anderen Thema mit den anderen mehr Schwierigkeiten. Also nehmen wir mal das Thema Infrastruktur, Digitalisierung, Breitbandinternet. Da haben wir mit der FDP einige Schnittmengen und müssen dafür sorgen, dass es gemacht wird. Das wird dann eher mit CDU, CSU wahrscheinlich nicht ganz einfach. In der Bildungspolitik Kooperationsverbot abschaffen, haben wir mit der FDP einige Schnittmengen, wird mit der Union sehr schwer. Umgekehrt würde ich mir wünschen in der Sozialpolitik, dass die CSU das S wieder ein bisschen stärker erkennt bei sich. Dann könnte man vielleicht gucken, dass wir bei Pflege, bei Erziehern, bei Hebammen, bei Alleinerziehenden und so weiter was machen, könnte mir vorstellen, dass das mit der FDP nicht ganz einfach wird. Und dann hat Cordula Eubel die richtige Frage gestellt, wenn es um Kohleausstieg geht, Mobilitätswende geht, aber auch Agrarpolitik für uns sehr wichtig, wird es wahrscheinlich mit beiden nicht ganz einfach werden, weil beide da mit unterschiedlichen Akzentuierungen ein bisschen anders aufgestellt sind. Also es wird mit Sicherheit sehr spannend werden. Was die Sache jetzt etwas verkompliziert ist, dass diese Dauer dazu führt, dass die Spekulationen natürlich jetzt ins Kraut schießen. Sehr logisch, vielleicht haben es die ein oder anderen schon gehört, da werden schon Kabinettslisten rumgereicht. Es gibt angeblich Geheimtreffen, an denen ich auch teilgenommen haben soll, aber ich weiß nichts davon. Ich war irgendwie nicht eingeladen und ich frage meine Co-Spitzenkandidatin, die war auch nicht eingeladen. Ich frage den Fraktionschef, der war auch nicht eingeladen und die Co-Parteivorsitzende auch nicht. Also die sind so geheim, dass keiner der Spitzenpolitiker der Grünen daran teilnehmen durfte und von der FDP aber auch nicht. Aber es war zwischen FDP und Grünen. Also daran sieht man, das lädt natürlich jetzt dazu ein, dass da jetzt alle möglichen Leute alles Mögliche da in die Welt setzen. Am coolsten finde ich eigentlich, wenn sich irgendwelche Leute im Einstein treffen, wo man sich ja trifft, wenn man ganz geheim sich treffen möchte und zufälligerweise jemand ein Foto macht und da steht dann am nächsten Tag in der Zeitung, wo du es dann auch wirklich platzierst, wenn du es ganz geheim halten willst, nämlich in der Bildzeitung, wer sich da mit wem getroffen hat, ganz konspirativ. Also das wird jetzt eine Weile so sein und das muss man aushalten. Macht die Sache nicht immer einfacher, weil natürlich habe ich ja ein Interesse daran, dass jetzt niemand vorab schon Sachen abräumt und niemand vorab schon Sachen quasi zu roten Linien erklärt, die mir nachher die Gespräche erschweren. Und das, soweit will ich vielleicht schließen, ist jetzt gerade mit so ein bisschen die Hauptaufgabe, den eigenen Laden mitzunehmen, die eigenen Leute zu informieren, so viel transparent herzustellen, dass die Leute das Gefühl haben, sie werden mitgenommen, aber halt auch nicht so viel Transparenz herzustellen, dass es die Gespräche belastet. Und diesen schmalen Grat versuchen wir da gerade hinzukriegen. Vielen Dank. Ich hoffe, das Gespräch hier vorne hat sich für Sie bis dahin gelohnt. Wir hätten noch gut Zeit, um jetzt ein bisschen ins Gespräch zu kommen zusammen. Und ich würde jetzt einfach gern mal Stimmen sammeln, fragen. Wir haben ein Saalmikrofon. Ich muss mich mal kurz orientieren. Hier haben wir zwei Saalmikrofone. Bitte seid nicht sauer auf mich, wenn nicht alle dran kommen. Sonst säßen wir hier bis um Mitternacht. Was wir gern auch mal machen können, aber nicht heute, weil ich muss zu meinen Kindern. Ich würde jetzt einfach, wenn ich darf, mal so ein bisschen von rechts nach links rübergehen und dann geben wir wieder nach vorne, machen wahrscheinlich noch eine zweite Runde. Bitteschön, einfach so, genau. Und fassen Sie sich ein bisschen kurz, dann kommen viele dran. Eingangs war die Rede von mangelndem staatsbürgerlichem Verantwortungsgefühl angesichts der Ergebnisse der AfD.
Und ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Angelika Sänger. Angesichts der Ergebnisse der AfD. Und nun frage ich mich, was muss der Bürger denken, woran mangelt es der in der politischen Klasse angesichts des VW-Skandals, der parteiübergreifend einen Sumpf offengelegt hat. Das ist das eine. Und zum anderen ist oft von Erdrutsch die Rede und von tektonischer Verschiebung. Und interessanterweise wurde die Trump-Wahl gar nicht erwähnt, auch der Brexit nicht. Ich möchte daran erinnern, dass der Ruf nach einer starken Zivilgesellschaft nach der Trump, nach den Wahlen in den USA sehr stark war. Und ich denke, dass wir hier heute auch in einer Zeit leben, in der die Zivilgesellschaft gefordert ist. Ein Ruck nach rechts findet deshalb auch statt, weil die Menschen sich in der Politik nicht mehr wiederfinden. Als Beispiel, die 80% der Bevölkerung ist nicht damit einverstanden, dass die Tiere so gehalten werden, wie es derzeit geschieht. Die Grünen sind nicht neu im Bundestag, seit über 35 Jahren. Und man kann sagen, dass genau das der Zeitraum ist, in dem sich die Massentierhaltung und die industrielle Landwirtschaft dahin entwickelt hat, wo sie heute steht. Vielen Dank. Meine Frage jetzt Meine Frage an den Herrn Özdemir ist jetzt, würden Sie es als einen Erfolg der grünen Politik ansehen, wenn die Massentierhaltung in naher Zukunft, und damit rechne ich, in Deutschland abgeschafft wird, weil es in der Bevölkerung keine Akzeptanz findet, weil man Probleme mit resistenten Keimen hat, weil das Grundwasser Nitrat verseucht ist, und dafür wird unter Führung der Bundesregierung die Technologie, die es braucht für die Massentierhaltung, nach Afrika exportiert. Alles klar. Würden Sie das als Erfolg für die grüne Politik ansehen? Ich unterbreche Sie nicht, weil die Frage schlecht ist, sondern ich glaube, sie kam an. Das sind ja veritable Fragen. Volkswagen-Skandal und der Frust an der Sache, was da passiert ist. Und die Frage von Tierschutz und Agrar, die sich ja auch viele Leute umtreibt. Cem Özdemir hat sich das notiert. Die anderen haben gutes Gedächtnis, die merken sich das. Und, wir gehen... Wolf. Und wir machen jetzt einmal weiter. Bitte schön. Ja. Wolfgang Templin, meine Frage geht an Cem Özdemir. Ich hatte den Eindruck, dass im gesamten Wahlkampf, auch bei den Auftritten der Grünen, das für mich grüne Kernthema Außen- und Sicherheitspolitik doch etwas zu kurz kam. Der Eindruck kann täuschen, aber seit Petra Kelly, von der ich in der Zeit eine Menge gelernt habe, steht für mich fest, die Grünen haben ein positives eigenes Profil, was es zu verteidigen gilt in diesen Fragen und was bei Regierungsbeteiligung auch verantwortlich angewandt werden kann. Eine wertebezogene Außenpolitik, humane Flüchtlingspolitik, gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitsanstrengungen Europas. Wenn ich das rumgehample, nicht nur von Lindner, Grimm, auf Seiten der FDP in diesen Fragen sehe, und ich bin heilfroh, dass die SPD in diesen Fragen mit dem Schatten Schröders nicht mehr in der Verantwortung steht. Meine Frage: Werden die Grünen um die Dimension Außenpolitik in den kommenden Gesprächen kämpfen, sich dafür einsetzen? Das schließt auch einen verantwortlichen Umgang mit der Besetzung des Außenressorts ein. Meine Frage. Vielen Dank. Noch eine Stimme von mir aus rechten Flügel. Bitte schön.
Es war ja die Rede von den tektonischen Verschiebungen, und wenn man die Presselandschaft sieht, wird das ja stark bezogen auf die starken Prozente der AfD in Ostdeutschland. Also es wurde übersetzt dahingehend, dass soziale Unsicherheit, mangelnde Anerkennung ein Motiv gewesen war. Und meine Frage geht dahin, also es sind natürlich ja schon viele wichtige Komplexe angesprochen, wie wird das Thema der kulturellen und sozialen Sicherheit, was also zusammengedacht werden muss, insbesondere im Hinblick auf Ostdeutschland, gelöst werden können? Was sind die Brücken und die Pfade, womit FDP und CDU gemeinsame Dinge möglich sind? Also man kann das beziehen auf die Themen Befristung von Arbeitsverhältnissen, Entleerung der Infrastrukturen, Rente und so weiter und so fort. Ich muss die anderen Themen nicht weiter nennen. Was gibt es da für Wege im Rahmen einer Jamaika-Koalition? Vielen Dank. Es sind viele Wortmeldungen. Ich würde jetzt noch eine dran nehmen hier. Ja, Melanie, bist du? Nee. Nee, also egal, hier hebt. So, ja. Und dann gehen wir zurück und dann machen wir eine zweite Runde. Ja, also ich schätze mal, dass ziemlich viel Fragebedarf hier herrscht an die Politik, aber meine richtet sich eher an die Meinungsforschung, und zwar anhand einer sehr konkreten Sache, nämlich mit dem Elektroauto und mit dem Hybridauto. Das wird ja als die Alternative präsentiert, auch von den Grünen. Ich glaube aber, dass die Komplexität des Themas medial nicht wirklich präsent ist. Und ist es vielleicht so, dass gerade die FDP als ein großer Gewinner des Wahlkampfs gerade dadurch gewonnen hat, dass sie jedes Thema wirklich ausführlich behandelt hat und dass sie immer sehr konkrete Vorschläge gegeben hat, und dass auch ein Herr Lindner halt in einer öffentlichen Diskussion betont hat, dass die Verarbeitung der Batterie, dass der Abbau des Rohstoffs für die Batterie sehr kompliziert sind. Glauben Sie, dass, wenn die Komplexität des Themas medial präsenter wäre, dass da mehr Prozentpunkte zu holen wären, so wie bei der FDP? Oder glauben Sie, dass die Leute das nicht irgendwie, ja, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum das nicht öffentlicher gemacht wird? So, das waren jetzt viele inhaltliche Fragen. Cem, ich bitte um kurze Antworten. Also zur ersten Frage, das muss ich ein bisschen zurückweisen. Also beim VW-Skandal, glaube ich, waren die Grünen die Partei, die da mit am klarsten waren, da die Aufklärung, den Untersuchungsausschuss im Bundestag vorangebracht haben, mit meinem Kollegen Oliver Krischer, und zur Frage der Tierhaltung. Es war Renate Künast, die in der Bundesregierung, als wir mitregiert haben, beispielsweise die Eierkennzeichnung, das Biosiegel und viele andere durchgesetzt hat. Und wir haben dafür gekämpft in diesem Wahlkampf. Vielleicht sage ich einfach nochmal, dass wir gerade in der Opposition sind. Ich glaube, das wissen nicht alle. Wir regieren gerade nicht im Bund. Und wir hoffen, dass wir vielleicht jetzt regieren, wenn es klappt. Und einer der Punkte, den wir im Wahlkampf angesprochen haben, war, dass wir die Haltungskennzeichnung für Fleisch wollen. Also wir wollen, dass die Haltungskennzeichnung, wie die Tiere gehalten worden sind, künftig auf allen Fleischprodukten draufkommt, damit die Konsumenten wissen, wie sind die Tiere gehalten worden, und wir da Verbrauchermacht zurückgeben an die Leute. Genauso natürlich, wie wir die industrielle Massentierhaltung insgesamt beenden wollen. Auch das steht im Programm drin. Fragen Sie mir jetzt bitte nicht, was da konkret rauskommt, sonst machen ja Verhandlungen keinen Sinn. Aber das ist die Position, mit der wir in die Verhandlungen reingehen. Zur zweiten Frage von Wolfgang. Sie wird gerade exportiert. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt eine agrarpolitische Debatte hier aufmachen. Das kenne ich alles, das habe ich in jeder Veranstaltung immer erzählt. Das wollen wir gerne beenden. Aber Sie wissen auch, ich weiß jetzt noch nicht, wie die Sondierungsgespräche ausgehen. Und wenn es danach Koalitionsgespräche... Gut. Ja, Sie müssen mich jetzt nicht agitieren. Ich kenne mich da auch ein bisschen aus. Ja. Ja. Sie, machen Sie doch das, was Sie jetzt gerade sagen, sagen Sie das doch der CDU und der FDP, weil das sind unsere Gesprächspartner. Ich bin schon überzeugt. Die Grünen sind schon überzeugt. Sie müssen Grüne nicht überzeugen von grüner Politik, sondern Sie sollten die anderen versuchen zu überzeugen, weil das sind meine Gesprächspartner. Jetzt würde ich gern weitermachen. Nein, 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 nein. In Mitteleuropa gibt es Höflichkeit, und zur Höflichkeit gehört dazu, dass ich die anderen jetzt beantworte. Danke. Danke. Ich habe Danke gesagt. Bitte setzen Sie sich, ich würde es gerne die anderen beantworten. Also, Wolfgang Templin hat gefragt nach der Außen- und Sicherheitspolitik. So, ich würde Sie bitten, jetzt sich wieder zu setzen. Und kriegt jetzt eine Antwort. Lieber Wolfgang, da hast du recht mit dem, was du angesprochen hast.
Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, muss ich sagen, dass da bestimmte Grenzen verrutschen. Also ich fand zum Beispiel die Äußerung, dass man mit Putin reden muss, das hat mich schon sehr irritiert. Wer in der Republik stellt ernsthaft in Frage, dass man 24 Stunden, 7 Tage die Woche selbstverständlich mit Putin reden muss? Niemand kann das ernsthaft in Frage stellen. Und wenn man das natürlich sagt, ist das, also macht es das ein bisschen einfacher für die Propaganda von Russia Today. So, ich bitte Sie jetzt, den Saal zu verlassen. Wir führen hier eine Diskussion mit 300 Leuten. So. Und nicht 1:1. Also das hat mich schon sehr irritiert, muss ich sagen, dass da einfach bestimmte Dinge, von denen ich eigentlich glaubte, dass sie da Konsens in der deutschen Politik sind, vielleicht mit Ausnahme von Teilen der Linkspartei, dass die da ein bisschen in Frage gestellt worden sind. Ich hoffe jetzt, wo der Wahlkampf, das meine ich jetzt wirklich so, wie ich sage, ich hoffe jetzt, wo der Wahlkampf vorbei ist, dass wir da in der Frage wieder einen Grundkonsens erzielen. Also es ist doch klar, es gibt keine militärische Lösung für das Problem. Und weil es keine militärische Lösung gibt, ist es doch richtig, dass die Europäische Union die Sanktionen erlassen hat. Und die Sanktionen, die kann man nur dann aufheben, wenn es auf der anderen Seite eine Bewegung gibt. Aber wenn die Tinte beim Minsker Vertrag noch nicht mal trocken ist, das in Frage zu stellen, das halte ich für hochgradig schwierig. Ich formuliere es jetzt mal bewusst etwas diplomatisch und vorsichtig. Du verstehst mich, Wolfgang. Ja, weil das ja unsere Gesprächspartner sind, aber ich glaube, man hat schon rausgehört, dass ich sehr irritiert war und ich habe das sehr deutlich in diesem Wahlkampf bei jeder sich bietenden Veranstaltung angesprochen. Ich sage das aber in die andere Richtung. Ich finde auch dieses Kokettieren, wie es die Kollegen von der Linkspartei auf ihrem Parteitag gemacht haben, mit dem Maduro von Venezuela, irritiert mich sehr. Du kannst doch nicht dich über den Erdogan ärgern, aber ein Maduro, weil er irgendwie sich links bezeichnet, der die Presse zusammenschlagen lässt, die Opposition zusammenprügeln lässt, das halbe Land irgendwie in den Hunger treibt, das findest du irgendwie cool, weil die irgendwie gegen die Amis sind. Also diese Art von Definition von Menschenrechte danach, auf welcher Seite sie gerade stehen, die geht mir sowas von gegen den Senkel. Und da kannst du dich drauf verlassen, Wolfgang, da stehen wir in der Tradition, in der du stehst und andere stehen. Wir unterscheiden bei Menschenrechten nicht nach der Himmelsrichtung. Ob die jetzt für oder gegen die Amis sind, ist mir erstmal völlig egal. Wer Menschenrechte verletzt, verletzt sie und braucht da eine klare Antwort. Also eine werteorientierte Realpolitik oder eine werteorientierte Außenpolitik. Und die Ministerposten, die verteilen wir dann, wenn es soweit ist und keine Sekunde früher. Und Ministerinposten übrigens auch. Und dann zu der dritten und letzten Frage. Das ist, glaube ich, mit einer der schwierigsten Aufgaben, die uns bevorsteht. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, gehören wir natürlich mit zu den Treibern, übrigens die FDP natürlich auch, die Veränderung vorantreiben mit der Digitalisierung. Geht ja auch nicht anders. Wir können sie ja jetzt nicht so machen wie Donald Trump, dass wir versprechen, dass der Rust Belt ewig weitergehen wird und dass der technologische Fortschritt um uns herum stattfindet, aber bei uns nicht. Das würde die soziale Krise noch mehr verschärfen. Aber Digitalisierung und übrigens gerade, was wir in der Mobilitätspolitik vorschlagen als Grüne, also die Transformation in Richtung zunehmend automatisiertes Fahren, zunehmend vernetztes Fahren, zunehmend emissionsfreies Fahren, hat natürlich zur Konsequenz, dass im Zuliefererbereich der eine oder andere Job in Frage gestellt wird. So, und jetzt besteht die Krux darin, genau wie du gesagt hast, erstens die soziale Sicherheit verstärken, wird in der Kombination nicht ganz einfach. Gleichzeitig aber auch, vielleicht mal zur Abwechslung, nicht erst dann zu kommen, wenn es zu spät ist, sondern zu antizipieren, wo werden in 5 Jahren Jobs wegfallen? Wo wird in 5 Jahren Transformation stattfinden? Und wie muss ich die Leute heute bereits vielleicht vorbereiten auf das Jobprofil, das dann notwendig ist? Und da, glaube ich, haben die Grünen eine wichtige Rolle. Vielen Dank. Seid ihr einverstanden, dass ich ein bisschen weiter sammle und dann machen wir nochmal eine kleine Abschlussrunde? So, jetzt nehmen wir das Mikrofon hier und egal in welcher Reihenfolge.
Ja, meine Frage geht nochmal in diesen sozialen Bereich, der für uns Grüne auch ein elementarer ist, neben der ökologischen Frage, die soziale Frage. Ich frage mal in die Richtung, wie stellst du dir das vor? Ich sage mal zum Beispiel sachgrundlose Befristung, ist die SPD schon in der letzten Legislaturperiode gescheitert, das endlich abzuschaffen? Die sachgrundlose Befristung, eins der größten Probleme, die ich im prekären Arbeitsbereich sehe. Und wie wollen wir als Grüne das schaffen? Ich sage mal gegen FDP, und du hast zwar das C angesprochen bei der Union beziehungsweise auch bei der CSU, aber brauchen wir da nicht neue Allianzen? Und die sehe ich leider noch nicht. Also der CDA oder so als neue Allianz mit den Grünen, wie muss das ausgebaut werden? Vielen Dank. Dann hier rechts, genau. Bitteschön. Ja, hallo, mein Name ist Walter Schmidt. Ich bin kein Grüner, sage ich von Anfang an, sondern liberal. Ich habe euch vielleicht zweimal gewählt, glaube ich, einmal 1974 bei meiner ersten Wahl als 18-Jähriger in Niedersachsen. Damals 74 gab es. 74, ja. Da gab es Grün Grünen nach meiner Zeitrechnung noch nicht. Die haben sich 1979 in Karlsruhe Nein, gegründet. Naja, gut, okay, ich weiß es. Nein, aber. Aber dann war es irgendeine Vorfeldorganisation. Ist ja auch egal. So, gut, also ich hätte mal eine kritische Frage. Und zwar, es scheint mir ja allgemein Konsens zu sein, dass es vielleicht auch unter dem Druck dieses doch erstaunlichen oder doch beeindruckenden AfD-Ergebnisses keine andere Möglichkeit mehr zu geben scheint als eine Jamaika-Koalition. Ich würde da sehr vorsichtig sein, weil wir haben wirklich, das Entscheidende wird die Wahl in Niedersachsen sein. Und ich würde da auch gerne noch mal Herrn Hilmer fragen. Die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, sieht so aus, dass es in Niedersachsen, was zwar nicht Nordrhein-Westfalen ist, aber doch ein wichtiges, großes westdeutsches Bundesland, es wahrscheinlich gar keine Alternative geben wird als eine neue große Koalition, so wie es im Moment aussieht. Und es wird nicht reichen für Schwarz-Gelb und es wird auch nicht für Rot-Rot-Grün reichen. Es ist sehr fraglich, ob die Linke reinkommt. Es ist auch klar, denke ich, in Niedersachsen, dass die AfD relativ schwach abschneiden wird, weil ich bin selber Niedersachse, wir sind eher bodenständig und wählen solche Typen eher nicht. So, Frage ist angekommen. Ja. Richard Hilmer hat sich eine andere Sache gemacht. Hätte ich gerne noch, wenn es denn zu Jamaika käme, was ich durchaus interessant fände, auch als Liberaler, ich teile auch Cem Özdemir's Einschätzung, dass es durchaus Schnittmengen gibt mit liberalen Positionen, dann wäre für mich als Liberaler das Wichtigste, die Diskussion und Ausarbeitung eines Einwanderungsgesetzes. Okay. Weil ich denke, das ist der entscheidende Punkt, auf dem man der AfD begegnen muss. Wir brauchen klare Kriterien für Einwanderung in Deutschland und es darf nicht wieder so eine Situation entstehen wie im Herbst 2015, des Kontrollverlustes, was eine Partei wie die AfD, die eigentlich im Herbst 2015 schon erledigt war, ja, wieder groß gemacht hat. Vielen Dank. Bitte ein bisschen kurz fassen, dann kommen möglichst viele. Sie sind in den Wahlkampf gegangen mit zwei Schlagwörtern, fand ich wirklich gut, Ökologie und Gerechtigkeit. Ich mache mir bei dem Thema Gerechtigkeit große Sorgen, weil ich mich frage, welche der Parteien wird jetzt das Thema Bildung besetzen? Und da wünschte ich mir die Grünen. Okay. Vielen Dank. Vielleicht geben wir jetzt das Mikrofon mal hier vor zu Biggi Bender. Da empfiehlt sich einfach ganz nach vorne zu kommen und dann, genau. Danke. Zwei kurze Punkte. Das eine, wenn Jamaika zustande kommt, ein Blick auf die künftige Opposition. SPD, AfD, Linke. Ich würde mir wünschen, dass auch darüber mal gesprochen würde, was da eigentlich stattfinden wird. SPD und Linke wollen sich wieder annähern. Ja, dann gibt es schon Signale in Richtung Flüchtlinge, Integration, dass sich da doch ziemlich was verändern könnte. Gleichzeitig müssen die aber auch eine Abgrenzung zur AfD finden. Und ich sage das vielleicht am ehesten in Ihre Richtung, Frau Eubel. Ich würde mir wünschen, dass die Medien sich damit auch mal befassen und nicht nur mit dem, was bei Jamaika rauskommen könnte oder nicht. Und dann trotzdem noch ein Satz zu Jamaika. Ich möchte gegen die These sprechen, dass es dann auch den Grünen passieren könnte, so wie alle Koalitionspartner zuvor von Frau Merkel kleinregiert zu werden. Ich glaube, das wird nicht passieren. Denn in den bisherigen Konstellationen war Angela Merkel immer sehr stark. Und sie hatte die Macht zu sagen,
okay, den Punkt, den die jetzt wollen, Mindestlohn oder sonst was, den machen wir und dann ist es weg, da haben die kein Thema mehr. Sie wird nicht mehr das Hinterland haben, bei ihren eigenen Leuten, so ohne weiteres, was einzugemeinden, ja, was andere bringen. Und gleichzeitig gibt es, wenn das zustande kommt, zwei Partner, die auch herzhaft miteinander im Clinch liegen werden und alle drei auch miteinander. Das heißt, das wird eher eine Streitkoalition. Das kann vielleicht auch ein Problem sein. Aber dieses sozusagen den Partner einfach eingemeinden und damit die Republik in den Schlaf zu singen, das wird nicht mehr funktionieren. Wenn Jamaika zustande kommt, dann wird es äußerst lebhaft bis streitig und es wird die Republik auch beschäftigen. Herzlichen Dank. Ich würde jetzt gern schon allein aus Gerechtigkeitsgründen noch zwei Stimmen hier drüben einsammeln, und zwar vielleicht Peter Selin habe ich als erstes gesehen, und dann gehen wir nochmal nach hinten. Ja, ich will mal ein Thema noch ansprechen, was jetzt noch nicht, wie soll ich sagen, auf dem Fokus war. Linke Wählerbewegung. Das ist einmal, dass die AfD-Wähler von der Linken kräftig gesogen haben, also die AfD als Partei. Und das Zweite ist aber, wenn man, ich habe jetzt mal das Großstadtergebnis von Berlin vor Augen, dann haben die Grünen 3%, wie soll man sagen, an die Linken verloren. Und die Linken haben in den Weststadtteilen gewonnen. Und die Linken haben auch in den westdeutschen Ländern gewonnen und im Osten halt verloren. So, daraus ergibt sich, glaube ich, doch ein Schluss. Wenn jetzt eine Jamaika-Koalition verhandelt wird, dann müssen die Grünen die linke Flanke dieser Koalition werden. Und zwar mit harten Fakten. Weil sonst die sozialkulturelle Spaltung, die ja das AfD-Wählerpotenzial munitioniert hat, in keinster Art und Weise kleiner wird. Also das heißt, das Fundament, was ihr in Baden-Württemberg oder in Bayern, AfD mit 12% und mehr, das sollte euch zu denken geben. Das Problem ist nicht begrenzt auf die 5 neuen Bundesländer. Okay. Vielen Dank. Vielleicht einfach... Eine ganz kurze Frage, und zwar Jamaika nochmal betroffen. Gibt es denn auch irgendwie ein gemeinsames Projekt, was Sie schon mal oder auch vielleicht Herr Hilmer oder auch Frau Oelbe schon mal definieren können, von dem diese Koalition auch leben kann? Wir reden immer sehr viel über Abgrenzung und jeder hat seinen Bereich. Aber die Frage ist doch eigentlich auch, wenn es 4 Jahre dauern soll und die Bayernwahl wird ein markanter Punkt sein, gibt es denn irgendwas Gemeinsames, auch gerade Herr Özdemir, was Ihnen einfällt, was diese Koalition tragen kann? Vielen Dank. Richard Hilmer, es gab Fragen. Und das einfachste Niedersachsen. Wir haben gesehen, welche Bewegung da drin ist in dieser Wahl. Bis vor kurzem lag die Union noch, glaube ich, 8 Punkte vor der SPD. Mittlerweile haben wir einen Gleichstand. Wir haben gesehen, wie in der Bundestagswahl die letzte Woche, die letzten 2 Wochen gerade noch mal entscheidend waren. Also da wäre ich noch sehr vorsichtig, sozusagen im Vorhinein schon irgendwelche Konstellationen zu besprechen. Die Bundesbürger haben ja in der Vergangenheit auch immer so ein bisschen versucht, Dinge auszutarieren, Macht auszutarieren. Das war immer ganz typisch, wenn eben die Union den Kanzler gestellt hat, dann ist häufig eben die SPD in den Ländern sehr erfolgreich gewesen. Ob das noch funktioniert, müssen wir mal sehen. Aber klar ist, diese Wahl ist offener denn je. Und welche Konstellationen am Schluss überhaupt mehrheitsfähig sein werden, weiß ich nicht. Große Koalition ist immer sozusagen die letzte Chance. Aber ich würde die anderen Möglichkeiten mit Sicherheit nicht ausschließen. Nicht mehr eben das, was jetzt existiert, Rot-Grün. Da kann sich noch sehr viel tun. Vielen Dank. Ja, Frau Bender, Sie haben es natürlich zu Recht angesprochen, der Blick auf die möglicherweise künftige Opposition. Noch bin ich daher vorsichtig, was die Prognosen angeht. Zum Glück kann ich an der Stelle sogar sagen, lohnt sich morgen dann der Blick in den Tagesspiegel. Der Kollege hat sich nämlich genau Linkspartei-SPD-Verhältnis mal angeguckt, die ersten Äußerungen von Nahles etc. Heute hat ja auch der Vorältestenrat getagt, um über die ganze Sitzordnung
Raumverteilung etc. zu debattieren. Wir haben intern schon überlegt, ob es nicht produktiv sein könnte, wenn man in einen der vier Bundestagstürme sogar SPD und Linke nebeneinander setzt, damit die ihr Verhältnis mal künftig auch etwas besser klären können. Aber das ist jetzt natürlich nicht ganz ernst gemeint. Aber an der Stelle gebe ich Ihnen natürlich recht, wie sich das auch in Abgrenzung zur AfD in der Opposition sortiert, wird mindestens genauso spannend. Der Hinweis auf das, ich weiß nicht, ob heute ist, glaube ich, nicht mehr so angesagt, von Projekten zu sprechen nach dem rot-grünen Projekt, aber ich gebe Ihnen auch recht, Jamaika muss mehr sein als nur zu verhindern, dass es Neuwahlen gibt, die keiner will. Also sozusagen Robert Habeck hat es neulich in einer Diskussionsrunde mal mit diesem Begriff, den wir ja andiskutiert haben, auch schon der Beheimatung etc. versucht, zu gucken, ob das etwas Verbindendes sein kann, dieser Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken, wie das konkret aussehen kann. In der Dreierkonstellation ist es auch schwer zu finden, etwas zu finden, was alle drei wirklich verbindet. Ich glaube, es kann nicht sein, einfach nur der kleinste gemeinsame Nenner und man macht hier und da Formelkompromisse und jeder muss irgendwie ein bisschen federn lassen. Ich glaube, ein bisschen mehr erwartet man von dieser Koalition schon und da sind wir gespannt, was dann wirklich dabei rauskommt. Ich kann es noch nicht prognostizieren. Ja, jetzt nur im Staccato. Die erste Frage, also das mit der sachgrundlosen Befristung, klar, das steht bei uns im Programm drin, das werden wir genauso verhandeln, wie viele andere Sachen auch. Ich habe ja ganz vorher mal gesagt, ich hoffe, dass die CSU diese Wahl so interpretiert, dass sie nicht nur sagt, sie haben wegen der Flüchtlingspolitik so abgeschnitten, wie sie abgeschnitten haben, sondern auch, weil sie das S nicht stärker in ihrer Partei dargestellt haben. Also die CSU hat ja eigentlich eine andere Geschichte auch, was die Rolle des S angeht. Und ich hoffe, dass sich die Lesart bei denen durchsetzt. Es würde nämlich vieles für die Gespräche erleichtern, wenn die CSU da stärker die Rolle übernimmt, dass sie da wieder auch eine Flanke zumacht und das anspricht. Das sollte allerdings nicht so sein, wie sie es die letzten 4 Jahre gemacht haben. Also Stichwort Mütterrente. Das ist jetzt nicht das größte sozialpolitische Problem, sondern da würden mir ein paar andere Sachen einfallen. Alleinerziehende, 40% Hartz-IV-Bezieher würden mir einfallen. Da würde mir einfallen das Thema Erwerbsgeminderte. Da würde mir einfallen das Thema Langzeitarbeitslose. Das Jobwunder, das wir alle groß feiern, geht an einem bestimmten Teil der Gesellschaft spurlos vorbei. Über die reden wir gar nicht mehr, die finden gar nicht mehr statt. So. Oder Leute, die Working Poor, die wir früher aus den USA kannten, die wir jetzt mittlerweile auch in Deutschland haben. Also das ist doch ein Problem, mit dem man sich beschäftigen muss. Oder das Thema Mieten, dass sich eine Normalverdienerfamilie, ich rede jetzt nicht von den Ärmsten, sondern ich rede Leute, die in Anführungszeichen Normalverdiener sind, in bestimmten Großstädten Deutschlands sich eine Wohnung nicht mehr leisten können. Das ist doch das Problem, mit dem man sich beschäftigen muss. Und das ist sicherlich gehört in den Aufgabenzettel dieser Regierung. Und sobald du natürlich konkret wirst, wird schwierig. Also wir wollen die Mietpreisbremse nachschärfen. Die FDP will die Mietpreisbremse am liebsten ganz abschaffen. Wie sieht jetzt da ein Kompromiss aus? Bitte fragen Sie mich das nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde es Ihnen sagen können und euch sagen können, wenn ich es rausgekriegt habe. Die zweite Frage, also erstmal alternativlos ist gar nichts. Das halte ich irgendwie für einen Satz, der hoffentlich künftig nicht mehr gilt. Den hat ja mal eine amtierende Bundeskanzlerin gesagt. Den würde ich nicht mehr fortschreiben. Und ich teile das, was Sie gesagt haben mit Niedersachsen. Nach den gegenwärtigen Umfragen ist da manches möglich. Rein rechnerisch ist zum Beispiel eine Ampel auch möglich. Und mal gucken, was sich da noch alles so tun wird bis zur Wahl. Und im Bund haben wir halt nun mal schon gewählt. Insofern stellt sich die Frage da einfach nicht. Da müssen wir jetzt mit dem Ergebnis, das uns die Wähler und Wählerinnen in ihrer Weisheit mitgegeben haben, gucken, was wir daraus machen. Jetzt sage ich mal was ein bisschen von dem relativiert, was ich sonst auch und andere von uns gesagt haben. Ich warne ein bisschen davor, dass man dieses Einwanderungsgesetz zur großen Wundertüte macht. Also das Einwanderungsgesetz wird nicht alle unsere Probleme lösen. Ja? Das entspannt vielleicht an ein paar Stellen was. Aber also, was soll denn das noch alles lösen? Das Einwanderungsgesetz soll jetzt dafür sorgen, dass die Zahlen bei den Flüchtlingen runtergehen. Das soll irgendwie Integration lösen. Das wird es nicht. Ja? Also deshalb sollte man da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Ich habe den Eindruck, da tut sich langsam was in die richtige Richtung. Bei der Union geht es jetzt mehr noch ein bisschen um den Begriff.
Aber damit wird im Prinzip was nachvollzogen, was eigentlich schon hätte vor 5 oder vor mehr Jahren passieren müssen. Und wir machen dann eine nachholende Modernisierung an der Stelle. Aber die anderen Aufgaben bleiben natürlich ganz oben. Bildung, also ich will jetzt mal eins sagen, mich muss man jetzt nicht überzeugen. Jetzt können wir mir Ressorts zurufen und fragen, sollten das nicht auch die Grünen machen? Ich würde mal behaupten, mit 8,9% werden wir nicht jedes Ressort stellen. Ein paar müssen wir schon auch den Kollegen nur übrig lassen. Natürlich fände ich das extrem reizvoll, zumal wenn das Kooperationsverbot aufgehoben oder gelockert werden sollte, dann hat ja der Bund da auch wieder, da ist ja da wieder Musik drin. Aber schauen wir mal, was da am Ende rauskommt. Und Biggie hat zu Recht darauf hingewiesen, dass man sich auch mal die Opposition anschauen sollte. Also bis jetzt macht die auf mich schon so ein bisschen den Eindruck, wie wenn das so eine Art schlechte Laune-Opposition wird. Und wer übertrifft sich mehr mit schlechter Laune? Wird ja auch mal ganz spannend, was da dabei rauskommt. Und zu Peter Selin. Was ist denn gemeint mit nach links rücken, frage ich mich immer. Also ist die Grüne Partei rechts? Ist das grüne Bundestagswahlprogramm rechts? Ist das nicht links genug? Das ist doch absurd. Das grüne Wahlprogramm ist doch genauso wie es liberal ist, ist es natürlich auch links. Das grüne Wahlprogramm, das hat die Vermögenssteuer, das hat irgendwie in der Mietenpolitik in so vielen Fragen doch eindeutig Positionen, die man nun klassischerweise als links bezeichnet. Also was ist damit gemeint? Wenn damit gemeint ist, dass wir der Linkspartei Konkurrenz machen, da kann ich nur sagen, das haben wir 2013 probiert, mit großem Erfolg. War jetzt nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Und ich will mal eins sagen, gucken wir uns doch auch mal die Zahlen dann, wo wir gut abgeschnitten, jetzt rede ich gerade, gucken wir uns doch mal die Zahlen dann, wo wir gut abgeschnitten haben. Das ist ja vielleicht auch ein kleiner Hinweis drauf, welche Politik von den Wählerinnen und Wählern gutiert wird und welche nicht. Also es gibt ja ein paar Länder, da haben wir ziemlich kräftig zugelegt und der Zuwachs an Mandaten kommt ja aus bestimmten Ländern. Also insofern, wenn damit allerdings gemeint ist, dass die Grünen ihr Gerechtigkeitsprofil schärfen müssen, da bin ich voll dabei. Okay, so, wenn damit gemeint ist, dass die Grünen, nachdem die SPD möglicherweise in der Opposition sein wird, dass wir diejenigen sein müssen, die die Lobby derer sein müssen, die sonst keine Lobby hat, da bin ich voll dabei, gerade als Arbeiterkind und als jemand, der aus einer Migrantenfamilie kommt, ist das natürlich was, was die Grünen stark machen müssen in dieser Koalition. Also da würde ich gern vertiefen, was damit im Einzelnen gemeint ist. Und zur letzten Frage, da hat Cordula Eubel schon das Notwendige gesagt, ich würde auch nicht von Projekt sprechen. Also das ist ja jetzt nicht sowas gewesen, 2002 war es, glaube ich, am Brandenburger Tor, vielleicht erinnern sich manche noch dran, gab es diese Wahlkampfabschlussveranstaltung mit Joschka Fischer und Gerhard Schröder, SPD und Grüne gemeinsam, wo man dann geworben hat für eine bestimmte Koalition. Das haben wir nicht nur nicht gemacht, sondern wir haben sogar fürs Gegenteil gekämpft. Ich meine, es ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich schon vergessen hätte, wie ich über die FDP geredet habe, aber ich habe auch nicht vergessen, wie die über mich und über uns geredet haben. Also wir haben uns ja nicht gesucht und gefunden, sondern der Wähler und die Wählerin hat dieses Wahlergebnis quasi jetzt erzwungen, dass wir das ernsthaft sondieren müssen. Insofern wäre es jetzt ein bisschen vorschnell, uns zu fragen, habt ihr denn schon ein Projekt draus gemacht? Haben wir nicht. Aber da ist eine Aufgabe, du kannst nicht 4 Jahre regieren und 4 Jahre lang den Leuten erklären, eigentlich will ich es nicht. Das wird auch nicht funktionieren. Also werden wir uns eine Erzählung dazu einfallen lassen müssen. Da hat Cordula Eubel das Richtige gesagt. Ich würde vielleicht noch ergänzend zu dem sagen, dass das Stichwort Modernisierung, glaube ich, da auch dazugehört. Denn da gibt es, glaube ich, einiges in diesem Land, was in den letzten Jahren streiflich vernachlässigt wurde und mal wartet darauf, angepackt zu werden. Vielen Dank, Cem Özdemir. Entschuldige mich dafür, dass nicht alle dran kamen, aber wir sehen uns bald hier wieder und diskutieren das alles weiter. Dafür ist eine Stiftung da. Ich danke herzlich unseren 3 Diskutanten hier vorne. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Sebastian Buko und Jana Heide. Die haben das nämlich alles hier organisiert und zwar hochprofessionell. Und es ist wichtig für uns, dass hier die Profis die Sachen organisieren. Und drittens möchte ich mich natürlich bei Ihnen bedanken für den interessanten Abend, für die engagierten Wortbeiträge. Haben Sie vielen Dank. Wir sehen uns wieder. Danke.